So, sind wir da? Da sind wir. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Dienstag, Spätnachmittag, Frühjahrabend, sagen also wir einfach Feierabend. Ne? Ähm, Feierabendzeit und Dienstag heißt, haben wir doch Dienstag, ne? Genau. Wir äh, schauen uns heute ähm, nicht meine Partien an oder schauen mir beim Live-Spielen Live zu, irgendwo im Turnierstress, sondern wir schauen uns Partien zusammen an, die hier von... Ähm, Spielern, äh, Mitgliedern aus der Community gespielt wurden und äh, hochgeladen wurden. Und mir dann zum äh, mal angucken, zum analysieren und äh, mal drüber schauen und mal ein bisschen was dazu erzählen äh, zugeschickt wurden. Ich mache mal den Grinsespringer hier, den fröhlichen Burschen mal weg. Und ähm, ja, äh, das sind heute Partien. Vielleicht kommen wir sogar zu allen dreien drei Partien, die alle von äh, unserem Freund äh, Brian The Brain ähm, gespielt wurden ähm, und ähm, sehr unterschiedlich. Auch ähm, sehr unterschiedlich von der, von der äh, ähm, Bedenkzeitregelung. Ähm, aber gucken wir mal. Ihr könnt mir im Grunde genommen alles auch an Partien einreichen. Wie könnt ihr das machen? Ihr könnt das machen, indem ihr eure Kanalpunkte verwendet dafür. Ne? Ähm, also dafür, damit, damit kann man das schön machen und dann mir die Partie am besten als, äh, wenn sie auf Lead chess gespielt wurde, natürlich am allerbesten weil dann müsst ihr mir nur den, den Partielink schicken und ähm, äh, ansonsten geht es aber auch äh, mir äh, über eine Nachricht auf Lichess äh, oder auch über, über, über einen anderen Weg hier auf einer, auf einer, ähm, einer Twitch Nachricht mir die, die Partiedatei zuzuschicken, das hat bisher immer geklappt äh, und wird auch zukünftig klappen Hallo 1950er, hallo Schlandex, schön, dass ihr da seid. So, und jetzt gucke ich mal. Bin ich überhaupt hier mit der richtigen Partie, mit der wir starten wollten? Nee, hiermit wollten wir starten. So, aber noch nicht mit dem ersten Zug, sondern erstmal mit der Grundstellung. So, was haben wir hier? Äh, ja, Grundstellung ist klar, Hört ist noch nicht sehr spannend. Das ist eine Partie, die Brian äh, gespielt hat, Brian the Brain, äh, gegen äh, Dr. Birne. Äh, Ein Spieler, der... Mit dem um gut knapp 200 Punkte äh, höher als äh, Brian ein eingruppiert ist, um es mal so zu sagen. Und das ist eine Blitzpartie. ne? Ja, genau. Eine Blitzpartie seht hier unten an 300 plus 0. 300 plus 0, ja, naja, was ist das? Jetzt muss ich wieder rechnen. Ja, ist halt so. Äh, Liches zeigt in den äh, Metadaten hier unten unter einer Partie die Bedenkzeit immer in Sekunden an. Na, was müsst du machen? Da musst du halt jetzt die 300 durch 60 teilen, dann hast du die 5 Minuten plus 0. Ne? Wie ihr aber am Kleingedruckten hier seht, hat Schwarz offensichtlich berserkt, weil da steht nicht 5 Minuten, da steht 2 Minuten 30. Aber Brian äh, hat genau dasselbe getan. Äh, bei dem steht nämlich auch 2 Minuten und 30 Sekunden. Das heißt, er hat diese Blitzpartie auch berserkt. Ja? Das nötigt mich natürlich zu zwei Sätzen zum Berserken. Ne? Im Allgemeinen und im Besonderen. Also, das Positive am Berserken ist äh, der Sound. <laughs> Sag ich ja jedes Mal, ne? Also immer, wenn ein Gegner gegen mich Berserkt, das, das, das haut ja rein, das überrascht mich immer noch jedes Mal. Ähm, gut, so oft kommt es ja auch nicht vor. Aber das ist echt ein bombenmäßiger Sound. Und dieses Symbol dazu, da dieser, dieser Durchgehackte, äh, das sieht auch cool aus. Ähm, ganz toll, aber damit ist das Positive auch schon zu Ende. Denn Berserken an und für sich ist großer Käse. Äh, spreche ich jetzt mal als Trainer zu euch, die mich vielleicht als Trainer ansehen oder von mir den einen oder anderen Ratschlag haben wollen. Äh, also wer das hören will, ne, der muss sich jetzt leider von mir anhören, lasst die Finger vom Berserken. Lasst die Finger vom Bullet spielen, aber das ist noch eine andere Geschichte. Lasst die Finger vom Berserken. Ähm, warum? Naja, äh, für die Partie, die man spielt, bringt ja gar nichts. An Vorteil, so also nur ein Nachteil. Man verzichtet auf die Hälfte seiner Bedenkzeit für nichts. Und ähm, man muss noch dazu sagen, äh, wenn ihr besagt in einem Turnier, das mit Inkrement gespielt wird, ist ja noch schlimmer. Weil ihr verzichtet auf die Hälfte eurer Bedenkzeit, der Grundbedenkzeit und auf das komplette Inkrement. Also aus zum Beispiel einer Schnellschachpartie 10 plus 5, ne, 10 Minuten und 5 Sekunden Inkrement, wird daraus dann 5 plus 0. Ne? Also glattes Blitz. Ohne Inkrement, ohne alles. Wer das tut, wer sagt verzichtet auf Wichtiges, nämlich Zeit und äh, bekommt dafür nichts für die Partie. Äh, also er, er steht dann in der Partie halt deutlich schlechter mit seinen Chancen. Wenn er dann aber doch erfolgreich äh, die Partie besteht, ja, bekommt er einen Punkt mehr. Das ist dann für das Partieergebnis ist das dasselbe. Also gewonnen, verloren, Remis, was anderes kennen wir im Schach ja nicht, ne? Ähm, und derjenige, der gegen einen Berserker verliert, verliert auch nur mit null mit Punkten und nicht mit minus 1. Hm? Es bringt halt was für die Turnierwertung. Ja, natürlich. Und deswegen macht man das ja auch. Ja. Äh, Hallo Hard Defender, schön, dass du da bist. Deswegen macht man das ja auch, um in der Turniertabelle einen Punkt mehr zu bekommen. Aber ganz im Ernst, wir reden ja von Arena-Turnieren. Berserken im Schweizer Turniersystem geht nicht. Berserken in einem Rundenturnier, was es ja noch nicht gibt, auf Lee Chess, aber es gibt irgendwann wird das auch kommen. Wird es mit Sicherheit auch nicht geben, weil im normalen Schach und da ist ja Schweizer Schweizer äh, System äh, von abgeguckt und also im normalen Over the Board Turnier ne, Betrieb ist das ja von abgeguckt und auch wenn es mal ein Rundenturnier oder auch ein KO-System gibt, dann ist ja noch alberner. Ne? Ähm, das Berserken beim KO-System, äh, äh, da gibt es das nicht und das gibt es eben nur in der Arena. Ne? Nein, 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 das Analysieren solcher Partien ist so gesehen nicht verlorene Zeit, weil die spielen ja jetzt im Grunde genommen eine zweieinhalb ne? Minuten Blitzpartie, würde ich mal sagen. Und, naja, also ich zeige und wir gucken uns jetzt natürlich die Partie auch unter diesem Gesichtspunkt ein bisschen an. Ja, also es macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn, in eine Blitzpartie analysemäßig so reinzugehen, wie in eine, in eine Partie mit, mit, mit einer Stunde Bedenkzeit für beide Seiten oder gar 90 Minuten aber aber da kann es natürlich auch instruktiv sein, denn man kann natürlich auch Blitz mit zweieinhalb Minuten spielen. Lange Rede, kurzer Sinn. Berserken freut euch, wenn euer Gegner das tut und tut es selber möglichst selten. Ich sag mal so rum. So und wenn beide Seiten berserken, also eigentlich vor <coughs> vor Wildheit nicht zu halten sind, dann ist die Eröffnung Reti und die Antwort Springer f 6 <laughs> eigentlich auch schon eher ein bisschen ungewöhnlich. Also erstens Springer F3. Ist ja das sogenannte Reti-System, benannt nach Richard Reti. Also im Schach ist ja viel häufig so, dass Eröffnungen, Eröffnungssysteme oder Varianten nach großen Meistern benannt sind, die äh, es dann äh, auch zum ersten Mal wirklich äh, ja quasi erfunden haben. Ja, das ist also nicht so wie beim wie beim, bei, bei, bei Straßenschildern, ne? Also was weiß ich was, wenn irgendwo der Bürgermeister Müller-Straße oder der Bürgermeister Müller-Platz in der Stadt eingeweiht wird, dann hat der meistens mit dem Platz oder der Straße gar nichts zu tun. Da wird er einfach nur geehrt. Nee, nee. Äh, Richard Reti wird nicht geehrt dadurch, dass die Eröffnung seinen Namen trägt, sondern der hat die wirklich erfunden. Und ähm, das ist auch Teil der sogenannten, hypermodernen äh, äh, hyper Schachschule. G3, G6, beide Seiten für beide Seiten hochieren. Hm? Und naja, jetzt würde ich mal sagen, weiß, weiß schon nicht so richtig, was er machen soll, oder aber also er hält weiterhin äh, Zentrumsbauern zurück. Eigentlich wäre es ja langsam mal Zeit, mit dem wirklich mit dem Bauern das Zentrum zu besetzen, spielt Turm E1. Das wiederum bringt jetzt schwarz dazu, nicht mit Turm E8 die Symmetrie fortzusetzen, sondern spielt D5. D3. Weiß sehr zurückhaltend. Also im Grunde genommen ist jetzt schon nach sechs Zügen ja mindestens ausgleich. Also, wenn man sich so zurückhaltend mit Weiß aufbaut, ist das nicht schlimm. Deswegen verliert man als Weiß Weißer ja nicht die Partie. Aber man verzichtet auch im Grunde genommen auf den äh, auf den Anzugsvorteil. Der ist jetzt im Grunde genommen weg. Also im Grunde genommen hat Weiß das so gespielt, wie wenn man beim Tennis den Aufschlag nicht von oben, sondern von unten machen würde. Oder beim Volleyball. Den Aufschlag nicht von oben als Schmetteraufschlag, sondern altmodisch von unten, ne, äh, mit dem Handgelenk. Also er hat auf den, auf den, auf den Vorteil des, des Anzugs äh, weitgehend verzichtet. Springer C6 finde ich, find ich ein bisschen komisch. Eigentlich mh, wüsste ich nicht, warum man sich den C-Bauern so verstellen soll. Ich bin ja ein Freund vom Dark Knight, ne? Äh, vom Springer auf B8. Und den rauszuziehen. Aber hier weiß ich nicht. Ich glaube, aus der Theorie sind wir sowieso schon raus, aber mh, ohne Not also natürlich er, er will sagt sich naja wenn ich mit e5 weiterspielen will das geht ja nicht ne da muss ich jetzt ja vorbereiten oh, das hätte ich irgendwie vielleicht dann doch anders vorbereitet also Springer c6 ist nicht schlimm aber überzeugt mich nicht das finde ich schon ganz komisch Läufer f4 klar äh, weiß sagt sich man muss ja jetzt ja irgendwo hin mit meinen Figuren ne vor allen Dingen hier ne? mit denen hier unten Läufer und Springer irgendwo müssen sie ja hin und ähm, aber nach f4 so richtig ja, er, er verhindert nochmal E5, okay, das ist eine Idee. Ja, er verhindert nochmal E5, aber ist auch alles. Äh, ansonsten, er wird ja E5 nicht auf Dauer verhindern und dann wird der Läufer im Grunde genommen schon weggetreten. Und ähm, ja, eigentlich äh, will man ja den, denke ich mal, den Läufer eher so, so hier hin und vielleicht die Dame dann hinterher nach D2 und damit Läufer H6 den abtauschen. Das ist ja so eine. So ein üblicher Plan, dem man sagt: So, komm, wenn ich den schwarzfältigen Läufer auf G7 abtausche, ja, dann entstehen ja schwarzfeldrige Schwächen um den schwarzen König herum. Ja, nicht spektakulär, aber äh, ist ein bisschen was. So, hier aber jetzt Läufer F4, Schwarzläufer G4. Ja, jetzt könnte man zum Beispiel sagen: na ja schwarz spielt vielleicht dieselbe Idee, die ich gerade für, We für weiß gezeigt hatte und sagt sich, komm. Damit die 7 und Läufer H3, ne, und dann den Läufer auf G2 abtauschen. Ne, irgendwie so. Andererseits kann man auch den Läufer vielleicht auf F3 schlagen. Ne, und wenn er dann zurückschlägt, dann mit E7, E5 diesen wegtreten. Ne, angreifen, von hier aus wegtreten. Und dann hat man zwei wunderschöne Bauern auf E5 und D5 im Zentrum stehen. Und dann hat Springer C6 tatsächlich Sinn gemacht. Ne. Ja und. Das sieht, also eigentlich ist das mit dem Läufer auf F4, nee, das ist irgendwie nicht gut. Und ähm, Weiß spielt jetzt so, ich sage jetzt mal, halbwegs normal weiter. Und äh, dann steht der Springer, da steht der Läufer auf F4 noch schlechter. Weil er spielt der Springer D2. Ja, und da kommt in der Tat schon das Fragezeichen äh, von, der, von der Engine und das auch mit Recht. Ähm, warum ist das ein Fragezeichen? Dieser Springer D2 nimmt, weil er hier steht, nimmt seinem Läufer Felder. Also jetzt hat er ja wirklich nicht mehr viel. Ne? Also jetzt kann er noch nach hier und nach hier, wenn man ihn irgendwie angreift oder wenn er sich selbst bewegen will, weil er auf f4 nicht mehr gut steht. Ja und also das Feld e3, äh, also das hier, ne, ist für den Läufer sowieso nicht so prickelnd. Ja und g5, Alter, also zumindest ein, ein Tempoverlust. Also das nicht gut. Er ist jetzt ein potenzielles Ziel. Ja, ein potenzielles Angriffsziel. Aber das sieht Schwarz nicht. Schwarz spielt jetzt auch normal weiter. Wahrscheinlich hat der Läufer G4, wie ich eben gezeigt hatte, mit der Idee gespielt, Dame die Sieben. Und deswegen spielt er jetzt auch Dame die Sieben. Warum, warum ist Dame die Sieben ein Fragezeichenzug? Also kein guter Zug. Nicht weil der was einstellt, sondern weil es was besseres gibt. Das müsst ihr euch, wenn ihr die Partien mit äh, mit der Engine hier, eure eigenen Partien, immer so danach mal schnell durchanalysiert, was ich sehr empfehle. Ich empfehle sehr nach einer gespielten Partie äh, direkt das Analysebrett aufzumachen. Ist ja nur ein Klick und dann mal die Computeranalyse zu starten. Äh, die dauert nur zwei Minuten, wenn es hochkommt, wenn es überhaupt hochkommt. Das ist eine schnelle Engine-Analyse, die ihr dann bekommt. Die ist nicht tiefschürfend, aber die zeigt euch sofort, wo ihr aber auch euer Gegner womöglich äh, Fehler gemacht habt. Der zeigt euch, die Partie zeigt euch nicht, wo ihr besonders genial wart. Äh, aber es ist ja erstmal der erste Schritt zu gucken, wo habe ich eigentlich Fehler gemacht. Während der Partie, ja, manchmal merkt man es schon während der Partie, aber nicht immer. Ja, und eigentlich in den meisten Partien nicht. Und vor allen Dingen äh, merkt man es während der Partie nicht, wo diese, die Halbfehler oder die, die Ungenauigkeiten, nicht die Patzer, wenn man was einstellt, das sieht man auch so während der Partie. Ne? Aber so die Ungenauigkeiten, ja, das äh, äh, sieht man besser durch eine Analyse äh, von einer Engine hinterher. Dafür sind die nützlich, rein für Taktik. Rein für Taktik. So eine, so eine Engine-Analyse, es erklärt euch nichts über positionelles Schach ja weil die, die spricht ja auch nicht <laughs> also diese dusselige, also Stockfish ist ja bestimmt ein netter Mensch oder eine nette Maschine ich habe Stockfish ja noch nicht persönlich begegnet aber äh, die 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 spricht ja nichts die erklärt ja nichts ne die die äh, berechnet gibt Zahlenwerte raus und zeigt wo taktisch etwas passiert ist aber die hohe Kunst des Schachs ist ja eigentlich nicht die Taktik sondern das, die Strategie das Positionelle ja, und je besser die Spieler sind hallo ort 60 schön dass du da bist Je besser Schachspieler sind, umso weniger taktische Fehler machen sie, und umso mehr müssen Partien positionell gewonnen werden. Und dann wird's Kunst. Ja? Womit ich jetzt nicht die Diskussion aufmachen will, ist Schachsport, Spiel, Kunst, äh, Wissenschaft, äh, Philosophie. Ja? Klar, natürlich von allem etwas, aber auch je nachdem, mit welcher Intensität oder auf welchem Level man es spielt, unterschiedlich. Ja? Für uns eins ist es wahrscheinlich Philosophie, so verquer wie, wie ich das hier meistens spiele. <laughs> so, warum ist denn damit die Sieben schlecht? Naja, weil es das gab. Springer H5. Springer H5 greift den verwundbaren Läufer an. Der ist natürlich gedeckt, aber ne, man sieht jetzt mal gleich, was denn passiert, wenn er, wenn er, wenn er geschlagen wird. Ja, Springer H5 greift ihn an. Ja, und naja, also zurückziehen will man ja bei wissen, will nicht. Ne? Da kann man sogar nochmal treten. Ja, und wenn er wenn er hier hinzieht, ja, da wird er auch getreten, weil jetzt steht ja auch kein Springer mehr auf f6, der ihn, wo er sich sozusagen rettend hin in den Abtausch retten könnte und zumindest sagen könnte, na ja, wenn mein Läufer nicht so gut ist, dann tauschen halt zumindest ab. da habe ich zumindest, dann ist der schlechte Läufer weg oder der Läufer, der schlecht steht, ist weg und äh, der geht nicht. Das geht nicht. Ne? Und deswegen war Springer h5 äh, hier der Zug der Wahl, denn naja, was könnte er machen? Ähm, Weiß äh, könnte C3 spielen und jetzt sagen wir mal, wie das dann aussieht. Nach Springer schlägt E4, G schlägt F4. Ja, das sieht schon sehr unschön aus, dass jetzt hier in der G-Linie nichts mehr ist. Ja, Völlig richtig, Schlandex, B2 hängt auch noch, deswegen eben die Idee, C2, C3 zu spielen. E5 schlagen, 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 schlagen. So, und das ist jetzt eine Stellung, die ist nicht schön für Weiß. Jetzt steht Schwarz bereits mh, deutlich besser. Man hat ein schönes, richtig, die beiden äh, verbliebenen Leichtfiguren von Schwarz, das Läuferpaar, schaut wunderbar in eine schon ziemlich zerdepperte weiße Königsstellung hinein. Ne? Und äh, also da freut man sich mit Schwarz. Das ist ja keine gewonnene Stellung. Ja? Aber äh, das ist jetzt nichts, wo Weiß sagt: wunderbar, die Eröffnung habe ich auch prima hingekriegt. Ne? Nee, hat er nicht. Aber nach Springer BD2. Äh, sieht äh, Schwarz äh, dieses Springer h5 nicht, sondern spielt stattdessen damit die 7 Jetzt sagt sich weiß, ne? jetzt hau ich mal. Ja und jetzt sieht es Schwarz. Also, dummerweise ist es aber jetzt zu spät. Ja? Dummerweise ist das jetzt schon einen schon schon deutlichen Zug zu spät, denn jetzt sind durch das äh, zwischengeschaltete e4, ja, dadurch dass jetzt hier ein Bauer schon auf e4 steht, sind jetzt hier ein paar andere taktische Sachen in der Bit, äh, die dann auch passieren. Man schlägt, naja, und jetzt muss Schwarz zurückschlagen. Auch auf die Gefahr hin, dass man sagt, naja, was passiert denn dann hier unten? Was passiert denn dann eigentlich? Dann hat, äh, hat Schwarz, hat weißen Bauern gewonnen, aber, Schwarz hat eine halbwegs gesunde Stellung. Ob das jetzt so gesund ist, dass, wie die Stockfisch meint, dass für Schwarz dann sogar besser steht, das sei mal ja hingestellt. Das dürfte der Grund gewesen sein, warum Schwarz gesagt hat, na ja, vielleicht geht's taktisch anders und ich verliere den Bauern auf C7 nicht. Also, denke ich mir mal, ist recht in so einer Blitzpartie. Und jetzt schlägt er hier. Und was eben noch ganz toll war, ja, ist jetzt leider taktisch eine Katastrophe, weil eben stand die Dame ja auf D8. Jetzt steht sie auf D7. Eben stand der Bauer noch auf e2, jetzt ist er schon vorgerauscht bis d5. Das heißt, er kann jetzt hier auf c6 nicht nur die Figur schlagen, sondern er schlägt jetzt die Figur mit Tempo, so Schwarz keine Zeit hat, hier unten weiter zu fressen, weil es ja die Dame weg. So, das heißt, Schwarz muss, um die Dame zu retten, zurückschlagen. Na ja, und das bedeutet, Schwarz hat durch dieses taktische Gedösel eine Figur verloren. Ne? Ge ge gehen wir nochmal kurz zurück, weil das eigentlich das Interessante ist. So in der Stellung hier ist der Plan, die Idee mit Springer H5 hervorragend für ähm, äh, für Schwarz. Man bringt Schwarz direkt in eine schöne, überlegene Stellung schon nach acht Zügen. Ein Zug später, nach Dame die 7 E4, ist es, also die Engine sagt fragwürdig, ich würde da gleich mal... Ein sattes Fragezeichen dahinter machen, ist derselbe Zug, ist dieselbe Idee eine Katastrophe. Ja. Es recht jetzt. Schlägt, schlägt, zack, und die Figur ist weg. Den Rest der Partie kann man sich im Grunde genommen sparen. Da würde wahrscheinlich 1950er mir auch zustimmen, weil jetzt hat, äh, äh, jetzt werden die Damen noch getauscht, jetzt hat äh, Weiß eine Figur mehr, eine satte Figur, ja? gegen, äh, gegen gar nichts, nicht mal einen Bauern. Ja? Und äh, bringt das Ganze dann auch solide über die Blitzzeit äh, und gewinnt die Partie. Hard Defender meint, C3 ist hier der einzige Zug, sonst dürfte der vier Läufer 4 verloren sein. Also mal gucken. So, du meinst jetzt äh, hier schon. Ne? Also statt, statt dieses Springer D2. Ja. C3, ja. C3 ist eine Idee. Springer E5 ist natürlich auch eine Idee, ne? da, was Stockfish hier vorschlägt, um um ein bisschen zu entlasten, ja, weil wenn dann hier getauscht wird, dann steht der Läufer zumindest auf E5 schon mal ein bisschen besser ne? und kann sich jetzt zwingend, egal was passiert, hier irgendwie äh, abtauschen, wenn er denn will. Ne? Da ist dann, da ist auch nicht toll, ne, für für weiß, aber äh, natürlich besser, als wie es gelaufen ist. Ja, du meinst noch an einer anderen Stelle? So, du hast so viele Pfeile hier? So, zack. Ach so, ja. Ja, ja, klar, schon. Das ist richtig, wenn Springer 5 kommt. Das hatten wir eben in der Analyse. Ne? Dann C3, aber dann kommt ja genau das hier. ne? Und äh, dann steht äh, der, der Läufer geht nicht verloren, da hast du recht. Genau, also ähm, da geht nicht die Figur verloren für Weiß. Aber äh, schöne Stellung ist was anderes. Ne? Ist jetzt nur eine mögliche Zugfolge, die man da machen kann. Aber man sieht es an den Pfeilen. Da will man lieber Schwarz spielen als Weiß, muss um man so zu sagen weil er kann sich ich weiß jetzt erstmal nur am Königstudel verteidigen Gegenspiel gibt's da nicht ne? gut aber so wie es kam Dame ne? die da 7 E4 jetzt Springer H5 zu spät und jetzt sich vertun ne? taktisch und die Figur ist weg ja das müssen wir dann nicht weiter bis zum Ende uns angucken weil das hat dann das hat dann Brian auch äh, ja, der Fritzi, der erkennt das. Ja, der, der. Der erkennt das sogar, bevor es gespielt ist. Ja, also der Fritzi, der ist ja ein begnadeter Bulletspieler. Das heißt, der sieht nicht nur einen Zug, bevor er gespielt ist, der spielt, glaube ich, schon Doppel-Premove, wenn es das gibt. Ja, oder oder wenn es erlaubt wäre, würde er, würde er zwei Pre-Moves äh, im, im Vorfeld spielen. Das hat zwar für mich nicht mehr so viel mit Schach zu tun, aber pff, Action ist auf jeden Fall. Hm? <laughs> so, zweite Partie. Jetzt werden wir schon länger. Hm? 1950er, jetzt wären wir schon länger. Jetzt haben wir nämlich äh, 10 Minuten und ich glaube, das ist eine 10 plus 0. Ja, ist es auch. Eine 10 plus 0 Schnellschachpartie und keiner hat berserkt. Weil ja? Ah ja schon mal gut ist. Und Brian spielt gegen Tango Kuningas mit einem ähnlichen Waiting. Ja? Treffen jetzt sozusagen zwei aufeinander. Und wir gucken mal. E4, C6. Ich weiß nicht, in letzter Zeit tauchte immer mal wieder äh, Caro Kahn im Chat auf, mal in einem, in einem, in einem Nebensatz oder so, von, von dem einen anderen Zuschauer äh, unter euch. Äh, gibt es eine Billion, ob Caro Kahn wieder beliebt wird oder so? Ich weiß es nicht. Hatte früher, als ich noch Over the Board gespielt hatte, eher einen Ruf, ja, nicht schlecht, aber ein bisschen passiv und weniger hoheitsvoll als Französisch. Ja, also, ne, Französisch ist ja das hier klar also natürlich das ist Sizilianisch, das gibt ja die tollsten Sachen aber Französisch das hat sowas 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 ähm, Seriöses sowas hoheitsvolles vielleicht auch weil die richtig großen Leute das äh, also früher vor allen Dingen gespielt haben früher sage ich mal so in den 60ern 50ern Michael Botwinik, einer der größten Weltmeister aller Zeiten war ein ein ein, 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 ein halbgott äh, in in Französisch also Französisch hat Niveau ne? Französisch ist wie äh, Beethoven und ähm, naja, Karo kann, jetzt will ich jetzt jetzt will ich keinen Komponisten beleidigen, ne? Ähm, aber äh, führt, führt dagegen ein bisschen da sein. Ne? Seniorenschacht, das Karo kann, ja, ja. Naja, also äh, gucken wir mal. Ich habe mit Schwarz nie Karokan gespielt, ne? muss ich sagen. Ich habe mich mal ein bisschen mit Französisch versucht, aber ich habe ja fast immer gegen E4 The Dark Knight System gespielt. Oder ganz wilde Sizilianisch-Sachen, also, also als ich noch ganz jung war ne, und es nicht besser wusste. Ne, sozusagen, ich war jung und brauchte den, 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 den Kick. Habe ich auch wilde Sizilianisch gespielt. Ähm, aber ansonsten habe ich ja schon ähm, äh, sehr früh das hier gemacht. Karo Kann kenne ich also im Grunde genommen nur von der weißen Seite. Ne, und, äh, auch jetzt anders, als es jetzt hier in der Partie kommt. Wenn ihr in den Chat schaut, seht ihr übrigens die Infos zu der E-Book-Aktion, ne, die ja seit gestern läuft. Ne, Klam Klammer, Klammer zu. So, Karokan heißt das, so. Karo heißt, weiß spielt D4 und schwarz spielt D5. Ja, und der Unterschied zu französisch ist, dass es eben jetzt der C6-Bauer ist, der D5 äh, stützt und nicht der E6-Bauer. Ja, macht ja, macht ja Sinn eigentlich, ne? Also man verstellt sich, man verstellt sich nicht den Läufer. Ne, jedenfalls noch nicht, ne? Gut, man stellt sich, man klemmt sich im Moment noch den ein, ne, Weil der Bauer E7 noch nicht gezogen ist. Aber macht ja, durch, macht ja durchaus absoluten Sinn. Ja? So, und das hier habe ich auch noch gespielt. Zusatzfeld sagt, Karokan ist seriöser als französisch. Karpov hat Karokan gespielt. Ja, das sind jetzt zwei Sätze. <laughs> das sind jetzt zwei Sätze. Ja, die, mh, ja, ich wollte gerade sagen, stand exakt und Kortschleu war französisch Experte. Ja gut, und Kortstoll und Karpov, das waren ja sozusagen die, äh, die, na, gehasst haben sie sich glaube ich nicht. Aber das waren ja schon die Antagonisten schlechthin. Ja, wobei auch da viel reingedichtet wurde. Also wer das nicht weiß, Karpov ist Weltmeister in den 70er Jahren. Er ist der Weltmeister, der nach Fischer kam, nach Bobby Fischer kam. Man muss dazu sagen, er hat Bobby Fischer nicht besiegt, sondern äh, Bobby Fischer ist zu dem Weltmeisterschaftskampf gegen Karpov nicht angetreten. Also Bobby Fischer, so genial wie er war, irgendwo einen in der Klatsche hat er natürlich auch gehabt. Man darf das, ich darf das so sagen, weil ich habe das auch, weil jeder Schachspieler, der es intensiv betreibt, über Jahrzehnte hinweg, hat irgendwo einen an der Klatsche. Da, also dann, dann äh, müssen wir uns ja nichts vormachen. Also ein bisschen verrückt sind wir ja alle. Bobby Fischer war ein bisschen verrückter äh, als andere. Und äh, er ist, nachdem er Weltmeister geworden war, was er immer werden wollte. Also der, äh, ja, sagen wir mal zwei Sätze für. Bobby Fischer: Fischers Lebensinhalt war Schachweltmeister zu werden. Und er war Amerikaner. US-Amerikaner. Das sind jetzt zwei Dinge, die damals in den 60er Jahren nicht zusammenpassten. In den 60er Jahren und auch in den Jahrzehnten davor war Schach eine Domäne der Russen. Ja, die, äh, die, die, äh, damals noch Sowjetunion. Ja, die Russen dominierten das Schachspiel. Äh, einfach auch deswegen, weil das äh, Volkssport ist in Russland. Ja, die, die, äh, das ist heute noch so. Ja, also wenn bei uns ein Schachspiel vielleicht in einer Spielesammlung drin ist, ne? Mensch dich nicht, Mensch dich nicht, Halma, ein paar Mikado-stäbe, äh, ein Skat oder ein Romy spiel und doch also noch ein, ein Schachspiel mit, da, mit, mit, mit drin, mit so mit so billigen kleinen Figuren. Nee, nee, äh, in, in Russland schenkt man ein Schachspiel dem Kind, nicht eine komplette Spielesammlung, wo das nur so un unter ferner Liefen ist, ja. Da kommt jeder irgendwann mal mit Schach in Berührung. Nicht jeder betreibt es dann intensiv, ja. Aber ähm, äh, äh, die äh, wie viele Karten hat im Pokerspiel? Werde ich gerade im Zusatzfeld gefragt. Ich dachte 32, oder? Oder bin ich falsch? Oder habe ich mich im Buch vertan? Ähm, die ähm, äh, äh, Klammer zurück. Ähm, äh, Bobby Fischer äh, hatte sich dann hatte sich dann gesagt äh, 52. Welche pokervariante ist das denn? Na, wie auch immer. Ja, ihr habt bestimmt recht. Äh, ähm, muss ich nochmal nachzählen. Bobby Fischer hatte sich als Lebensziel gesetzt, Schachweltmeister zu werden. Lange Rede, kurzer Versinn, er ist es ja geworden. Das war ja genial, das war ja gigantisch damals. 1972 also in, in, in Reykjavik hat er äh, Weltmeister Boris Spassky besiegt. Aber als er den Weltmeister war, dann wusste er zumindest mit seinem Schachleben nicht mehr so richtig was anzufangen. Ja? Und äh, dann ging es, dann die Schach, das Schachleben geht aber weiter. Und es äh, wurde ein neuer Herausforderung gekürt nach allen Regeln der 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 Kunst oder nach den Regeln des Weltverbandes und das war natürlich Karpov. Und hat Karpov äh, gesagt, ja gut, ich, ich bin bereit, spielen wir. Und hatte Fischer keine Lust mehr. Und dann hat Fischer Forderungen gestellt zu dem WM-Kampf, die mit Sportlichkeit nicht mehr viel zu tun hatten. Ja, also es gibt, ich glaube, die letzte Forderung, als man ihm fast alle alle, alle Forderungen erfüllt hatte. Ja. äh, als man alle Forderungen erfüllt hatte, hat er glaube ich noch gefordert, dass der Herausforderer äh, mindestens zwei Partien mehr gewinnen, gewinnen müsste, also nicht nur eine mehr, sondern zwei Partien mehr. Das hat mit Sport gar nichts mehr zu tun. Naja, jedenfalls haben sie irgendwann dann gesagt, nee, Junge, so geht's nicht. Und dann wurde Karpov kampflos äh, Weltmeister. Da war Karpov Weltmeister und dann kam Kortschneu. So, dann in den 70er Jahren gab es mehrere WM-Kämpfe zwischen äh, Anatoli Karpov als amtierenden Weltmeister und immer wieder Viktor Korchnoi als Herausforderer, also der Zweitbeste, wenn man so will. Und äh, Karpov war ein Kommun er war Kommunist, ja, wer war das nicht in Russland? Das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber er war sehr regimetreu. Also Karpov war der Freund des Sowjetregimes. Er war, glaube ich, auch Mitglied in der Volkskammer. Aber das war ja fast dann jeder. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber er hat sich jetzt meines Wissens nichts dramatisch Schlimmes zu Schulden kommen lassen. Er war einfach der Vorzeigeschachspieler der Sowjetunion. Und Korchneu war ein Dissident. Ko ist war auch Russe, aber ist aus der aus, aus der aus der Sowjetunion emigriert und dann in die Schweiz gezogen. Das war sozusagen jetzt der ja der Dissident, der 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 Feind des Sowjetsystems äh, und deswegen prallten jetzt bei diesen WM Kämpfen eben immer der Vorzeige äh, Sowjetsportler, Schachspieler gegen den äh, Dissidenten aufeinander. ja und das hatte natürlich was. Ne? also jenseits des Schachbretts hatte das natürlich etwas äh, auch politisches. Ja, und was haben die sich damals alles um die Ohren gehauen? Also gegenseitig der Hypnose beschuldigt und also tolle Sachen, die es heute leider gar nicht mehr gibt im Schach, ne? Oder zum Glück nicht gibt. Je nachdem, je nachdem wie man sieht. So, wie kamen wir drauf? Ja, weil angeblich Karpov, wie ich eben gelernt habe, Karo Kahn freund äh, gewesen ist und Cordsteuer französisch. Naja. Gut, hier haben wir jetzt Karo Kahn und ähm, Weiß schlägt auf D5 und schwarz schlägt zurück. Was soll er sonst machen? Ne? Und natürlich auch mit den Bauern. Und hier spielt Brian C4. So und damit hört bei mir die praktische Erfahrung auf, denn das habe ich nie gemacht. Äh, ich habe immer äh, gegen Karo kann habe ich mit Weiß ungern gespielt, weil es doch recht selten aufs Brett kam und ich keine Lust hatte, die Varianten auswendig zu lernen. Da habe ich mir eine ausgeguckt und das war die hier. Ich habe immer das gespielt. So, Läufer D3, damit der Läufer nicht nach F5 kommt, ne? Ja, dann kommt Springer C6 meistens, glaube ich, um den anzugreifen. Dann macht man das, dann macht man das, dann macht man das. So. Und dann stellt man den Läufer nach F4 und den stellt man nach D3, damit der weiße Läufer nicht nach F5 kommt. Und dann gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ist eine. Ähm, Variante, die sehr einfach zu spielen ist für Weiß, sehr einfach zu spielen. Äh, und äh, die, die, da ist jetzt kein Gewinnweg eingebaut für Weiß. Aber da kann man gegen Karo mitspielen, auch wenn man zwei Jahre lang keine Partie mehr mit Karo hatte, das fällt einem immer wieder ein. Ja, man weiß nur, ja, so, so schlimm wird es schon nicht werden. Ne? Ähm, will ich nicht weiter vertiefen, weil es kam hier anders, denn hier spielt Weiß C4 und das ist deutlich verpflichtender und das muss man auch meines Erachtens ein bisschen besser kennen. Das ist der sogenannte äh, äh, Krause-Panoff-Angriff. Ich glaube, hier in der, in der Datenbank äh, heißt er nur Panoff-Angriff, genau. Aber wenn ich mich recht entsinne, heißt das eigentlich ein Doppelname. Da gibt es eigentlich zwei zu, die das ähm, ähm, äh, entwickelt haben. Der sogenannte Krause-Panoff-Angriff. -An Und wir lernen gerade, dank Zusatzfeld 65, dass es einen schönen Spielfilm dazu gibt, Duell ohne Gnade. Mit Michel Piccoli, ja, den kann ich mir vorstellen da. Den kann ich mir in dem, also zu dem Thema Duell ohne Gnade, Cup of Court ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das noch am Rande. Also es gab äh, den äh, äh, Hypnosestreit und äh, es gab den Joghurtkrieg. Das kann man nicht verfilmen. Jetzt glaube ich, Joghurtkrieg krieg wäre ein bisschen albern. Aber äh, meistens hat sich kortschneu verfolgt gefühlt. Ne? Er äh, tat ja da noch immer so, als ob, als ob die ganze Sowjetunion nichts anderes zu tun hätte, als gegen ihn äh, Psycholog, mindestens psychologischen Krieg zu führen. Das war vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber äh, der, der beschwerte sich, dass äh, bei einem WM-Kampf auf einmal ab der so und so vielen Runde in der dritten Reihe irgendein Guru saß, der ihn angeblich versuchte zu hypnotisieren und damit vom Spiel abzulenken. Und das ging tatsächlich so weit, dass man diesen Guru oder was. Immer das war dann aufgefordert hatte oder eben verdonnert dazu hatte, dass er mehrere äh, Reihen weiter nach hinten sich setzen musste. Ja, ja, und äh, Schlandex erinnert sich genau. Der Joghurtkrieg, ne, da hat Kortschneuk unterstellt, man würde Karpov immer einen Joghurt reichen äh, während der Partie zu den unterschiedlichsten Zeiten und Phasen und anhand der Farbe oder anhand des, äh, äh, des Fruchtinhalts würde man ihm einen Tipp geben mit äh, Bithyremie an oder tauscht die Damen oder pass auf den Turm auf oder so etwas. Das Ganze ist insofern ziemlich albern, weil äh, mit Anatoly Karpov sitzt ja der, Welt, der weltbeste Schachspieler am Brett. Also von wem um alles in der Welt muss er sich so einen banalen Ratschlag wie äh, äh, Bitremie an äh, sagen lassen. Ja, also mh, entweder es gibt ganz. Es, es, entweder man hat eine Engine unterm Tisch, ne, mit einem, oder im Ohr, ne, die einem genauestens äh, eine, eine sieben oder zehn äh, Zug, zugfolge in, in, die, in, in, in's, in die Zukunft hinein vorhersagt, ja, oder aber nicht. Also, der braucht keinen Joghurt, um zu wissen, ob er jetzt Remi anbietet oder nicht. Ja. Naja, ja, im Hintergrund waren 10 GM, aber die waren, die waren, Schlandex, die waren als äh, Adjutanten dabei, ja, völlig richtig, ähm, aber für die Hängepartien. Denn damals gab es ja noch Hängepartien. Das heißt, die waren dafür da, um äh, abgebrochene Partien für ihren Meister zu analysieren oder nach einer Partie, sich auf äh, Ideen zu stürzen, die der Gegner gespielt hatte, mit denen sie in der Vorbereitung nicht gerechnet hatten. Aber die waren nicht dafür da, während der Partie irgendwelche äh, ne, ja, verboten oder erlaubte Tipps zu geben. Während der Partie waren, die gemütlich Kaffee trinken oder haben Presseinterviews gegeben. So, das hier ist der Krause-Panow-Angriff mit C4. Was ist der Sinn des, des krause panoff angriffs Der Sinn ist, äh, dass der C-Bauer gegen den D-Bauern getauscht wird, was ja nicht weiter wild ist. Ne? Gucken wir mal, genauso passiert es ja auch. Zack, zack. So. Und jetzt haben wir einen isolierten D-Bauern im Zentrum, der aber relativ weit vorsteht. So, und ich bin kein Freund davon, weil ich mir da immer unsicher bin. Ähm, die Theorie ist sicher ja auch unsicher. Also die herrschende Meinung der Schachlehrbücher äh, Schach sagt ja, ja, das ist eine typische Stellung mit äh, isoliertem weißen D-Bauern. Der ist sowohl stark wie schwach. Das Ist aber nicht gleichzeitig. Im Moment ist er stark, aber im Lauf der Partie, je länger die Partie dauert, umso mehr wird er eine Schwäche. Und äh, ich bin ja eher wahrscheinlich eher ein bisschen ängstlich gestrickt äh, auf, auf, auf 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 dem Schachbrett und allein. Die Vorstellung, dass ich da was habe, was auf Dauer schwach wird, auch wenn ich nichts tue, ähm, behagt mir nicht so recht. Aber, äh, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, äh, oder die rein subjektive. Man muss äh, konzidieren, dass dieser Bauer äh, im Zentrum äh, während der nächsten Züge und bis ins Mittelspiel hinein eine Stärke ist. Er nimmt äh, dem Schwarzen wichtige Felder und er ist schon recht weit vorgestoßen hä? und Uh, er uh, schafft Raum dahinter, auch für die Läufer. Ne, ich, ich mal, da kann er jetzt nicht hin, aber ich male jetzt einfach mal die Felder so ein bisschen, hin, um zu zeigen, uh, was für ein Raumvorteil dadurch entsteht. Und uh, ja, weiß muss auf Angriff spielen. Ja, ja. Uh, ja, ob Schwarz jetzt schon mehr als Ausgleich hat. Ich glaube es eigentlich nicht, hat Defender. Ich glaube es eigentlich nicht. Aber äh, ob jetzt genau die Zugfolge auch von Schwarz die richtige war mit Springer C6, das habe ich jetzt in der Vorbereitung mir gar nicht äh, sozusagen näher ähm, angeguckt. Äh, die äh, die Idee wollte ich zeigen dieses Spiel, also ganz in Absicht, äh, wenn ihr sonst vielleicht sagt, naja, ja Moment mal, Moritex, ich soll, ich habe doch gelernt, ich soll isolierte Bauern vermeiden. Ja, also völlig richtig. Und äh, dieser isolierte Bauer D4, den weiß jetzt hier äh, freiwillig in Kauf nimmt, ist eben Stärke und Schwäche zugleich. Und ähm, also ich neige eher dazu, das nicht so doll zu finden. Aber ihr seht, die Engine sagt hier plus 0,5. Komma ja, fünf. Kann man nur beim besten Willen nichts gegen sagen. Ne? Und offensichtlich ist dieses Springer F 3 hier. Ich mache mal den Stockfisch mal aus. Jetzt äh, auch nicht das Verkehrteste. Ja? Läufer G 4 will den fesseln. Naja. Springer C 3 greift die Dame an. Ne? Die steht da ja da. Ne? ziemlich, äh, ist ja, die Dame ist ja bekanntlich keine, keine gute Blockadefigur, ne. Also den Bauern mit der Dame zu blockieren, das hat sich jetzt der, wie sagt man so schön, ne? wie wird der Oma sagen, da sich der Umstände halber erheben, ne? Der Umstände halber musste man ja auf D5 zurückschlagen, deswegen steht die da, aber nicht lange. Ja, und, äh, in der Tat, jetzt auch nicht lange. Ja, und jetzt zieht sie zurück. Das ist tatsächlich jetzt ein Fehler. Ja, ähm, warum? Weil, Dadurch, dass die Dame nach D7 zurückzieht, kommt jetzt die Stärke dieses Bauern, dieses D4-Bauern äh, zum Tragen. Der zeigt jetzt oder könnte jetzt, wenn Weiß gespielt hätte, könnte jetzt sein Potenzial äh, 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 zeigen. Und zwar durch simples Vorziehen. Durch simples Vorziehen, denn also da, das Feld D7 ist so ziemlich auch das schlimmste Feld, wohin äh, äh, Schwarz die Dame zurückziehen konnte, obwohl es ja gar nicht so schlimm aussieht auf den ersten Blick. Ne? Nur auf den zweiten Blick hätte Schwarz schon sehen können, wir sind ja in der Schnellschachpartie, nicht im Blitzen, dass hier König und Dame in einer Diagonale stehen. Ne? Verlängern wir die Diagonale mal bis hier. Was machen wir denn, wenn hier ein Läufer auftaucht? Was machen wir denn hier, wenn ein Läufer auftaucht, der ja schon gedeckt ist durch den Springer C3? Und was machen wir, wenn der Springer c6 vertrieben wird, was ja mit d4 d5 möglich ist? Ja? Also wir reden vom schwarzen vom, vom, da vom Fang der schwarzen Dame. Ja? Und deswegen ist der Rückzug auf d7 äh, ein Fehler, der leicht passieren kann, ja, der aber tatsächlich jetzt hier schwerwiegend hätte schwerwiegend werden können, wenn denn weiß tatsächlich jetzt d5 gespielt hätte. Denn äh, was würde er jetzt machen? Ja? Also äh, wenn er die Dame, wenn er den Springer, den angegriffenen Springer wegzieht, ja, dann kommt der Läufer b5. Und ich würde mal sagen, die Partie ist zu Ende. Ne? So und wenn er sie nicht wegzieht, na ja, dann, dann spielt er e6, aber er verliert seine Figur. Bisschen Kompensation, ja. So. Bisschen Kompensation, ja, aber was? Ne? Einen Bauern und äh, hat schwarz für die Figur und äh, weiß hat eine kaputte Bauernstellung am Königshügel. Ja, aber es ist eine Figur. Also, wer hier auf Gewinn spielt, das ist, glaube ich, keine Frage. Ne? Also ganz einfach hier, deswegen finde ich das eigentlich dann doch doch auch tatsächlich inst instruktiv hier. Nach diesen normal erscheinenden Zügen Läufer G4, Springer C3, damit die 7. Ja, das ist ein Bock. Ne? Und äh, es verwundert mich ein bisschen, dass Brian das nicht gesehen hat, denn man spielt ja diesen Krause-Panow-Angriff gegen die karokan verteidigung um zu behaupten, dass es eine Stärke ist der Bauer d4 und nicht eine Schwäche, ja, um, um äh, mit diesen Bauern äh, äh, schwungvoll zu spielen, mit aktiven Figurenspiel wie äh, eben, glaube ich, äh, glaube es war Schlandex oder Hard Defender in, nein Hard Defender, ne, ähm, äh, dynamisches äh, Figurenspiel, wobei Hard Defender ist ein starker Spieler, ne, wenn ich mich recht, äh, wenn ich mich recht entsinne, ein sehr starker Spieler. Dem sagt dynamisches Figurenspiel dann mehr als äh, jemandem, der vielleicht eher so mit einem Rating mit von 1500 oder drüber oder drunter unterwegs ist. Naja, natürlich, dynamisches Figurenspiel hört sich schön an, aber wie kriege ich das denn hin? <laughs> wo, wo kommt die Dynamik denn her? Ne? Kann ich die Figuren irgendwie aufpumpen mit dem Dynamo oder so? Ne? Ist ja nicht so einfach. Vielen Dank fürs Folgen, Friedheim 60. Aber hier hätte man jetzt tatsächlich ne, mit diesem Vorstoß D5 äh, was reißen können. Stattdessen spielt Weißläufer e3 und diese zwei Fragezeichen von der Stockfisch kommen nicht deswegen, weil weiß dadurch die Partie verliert, denn sehr viel schlimmer als zwei Fragezeichen gibt's ja nicht, ne? sondern weil es einfach dieses viel bessere d5 gab, ne? weil es einfach dieses bessere d5 gab. So und äh, das hört nicht auf mit dieser d5 Idee und ähm, das finde ich das äh, ja schon ein bisschen, ja äh, schon interessant eigentlich, dass hier weiß diesen jetzt nun doch ein bisschen ungewöhnlichen Krause Pan, also dieser Krause Panov-Angriff mit c4 früh gegen Karoukan, der fällt einem ja nicht ein. Am Brett nach dem Motto Ach Karoukan, hab ja da habe ich ja noch nie gegen gespielt. Was mache ich denn mal? Ach, spiele ich mal c4, mal gucken, was passiert. Nein, nein, das spielt man ja, wenn man es, äh, wenn man es ein bisschen kennt. Wenn man zumindest, wenn man zumindest die, die Grundidee kennt, und die Grundidee heißt ja, ich bekomme einen isolierten D-Bauern, und mit dem greife ich an. Und hinter dem greifen meine dynamischen Leichtfiguren mit an. Ja, aber dann, dann guckt man doch jedes Mal, wenn D5 möglich ist, ob es was bringt. Also wenn D5 rein regeltechnisch äh, gezogen werden kann, ob es was bringt. Ne? Und dann sieht man es ja. Hier sieht auch schwarz noch nicht, das finde ich jetzt noch ein bisschen komischer, dass Schwarz jetzt nicht E6 spielt, um D5 zu verhindern erstmal und übrigens auch um den Läufer zu entwickeln. Ne? Also hier muss man hier muss man e6 spielen und wenn man mit Schwarz Karo kann spielt, ja, dann muss man und genau das. Hart Defender und ich haben beide gleichzeitig denselben Gedanken. Es ist erstaunlich, dass Schwarz Karo kann spielt, ohne glaube ich wirklich Ahnung davon zu haben. Und das ist bei dieser Eröffnung mit erstens c6 schon ungewöhnlich. Also es gibt ja Eröffnungszüge, ähm, die spielt man auch mal. Ja, ich spiele mal so c nicht. c5 mal gucken. Ja, aber vielleicht sogar französisch. Oh, ich spiele mal E6, mal gucken. Ja, also, wenn jetzt einer weiß, wovon rede ich denn. Also, wenn man jetzt als Schwarzer, ich drehe das Brett mal um, kann ich das? Kann ich doch, ne? Ich kann das Brett drehen. So, so aus der Hüfte geschossen, ja, ich spiele das mal. Sizilianisch. Probiere ich mal. Oder ich spiele mal Französisch. Ja, Und dann macht er das. Ja, und dann mache ich das. Mal gucken. Ja, aber, äh, Kaukan? spielt man eigentlich nicht aus der Hüfte. Das spielt man eigentlich nicht, ohne ein Buch davon im Regal zu haben. Und mindestens mal zwei Kapitel geblättert haben. Aljechin Verteidigung spielt man nicht, den ersten Zugspringer F6, ohne nicht mindestens ein Buch im Regal zu haben. Ja, von anderen Sachen ganz abgesehen. Das hier, das spielt man vielleicht auch mal so aus der Hüfte geschossen. Die sogenannte Owen Verteidigung oder auch moderne Verteidigung genannt. Hm. Äh, wie mein, äh, einer eine meiner meine Lieblingsvideo äh, produzenten. Ähm, ähm, Andrew Martin, internationaler Meister, Schachtrainer und Autor, äh, ich glaube Dutzender, äh, Videos und Schachbücher, äh, der sagt sowas, das ist eine, eine Eröffnung for the Busy Man, ne, für, den, für den beschäftigten Mann. Ist eigentlich auch für Frauen dürfen, aber auch. Also Busy Women, äh, glaube ich, die meint er dann da auch mit. Äh, äh, nach dem Motto, ich habe so viel anderes zu tun, ich kann ja auch eine große Eröffnungstheorie machen, also spiele mal immer bis 6 gegen alles. Ne? <laughs> ja, äh, das schon. Aber ähm, nicht, äh, nicht Karo-Kann. Und wenn man ein bisschen was von Karo-Kann versteht, dann kennt man den Krause-Panoff-Angriff. Weil der gehört dann, also der gehört im Grunde genommen, hallo Sledgehammer, schön, dass du da bist, der Krause-Panoff-Angriff gehört im Grunde genommen zur Pflicht, zum Pflichtwissen von Schwarz, wenn er Karo-Kann spielt, sowie das Fromm-Gambit, und wenn es nur die abgelehnte Version ist, zum Pflichtwissen eines jeden Feuervogelspielers gehört. Das muss man kennen. Nicht mit allen Haupt- und Unter- und Nebenvarianten, aber von der, und ich drehe das Brett jetzt mal wieder um, von der Grundidee, dass nämlich dieser D-Bauer Schwarz das Leben schwer machen will, und zwar indem er vorzieht, das sollte man schon wissen. Und deswegen ist die lange Hochade jetzt aus meiner Sicht also schon fast drei Fragezeichen wert. Gibt es aber nicht. Ja, also, in einer seriösen Kommentierung hört es mit zwei Fragezeichen auf. Man soll es ja auch nicht übertreiben. Ne? Aber zwei Fragezeichen, das ist das Schlimmste, was man, was man einem Zug, äh, vergeben kann. Deswegen finde ich, geht die Engine hier ein bisschen, bisschen sehr locker mit, mit den zwei Fragezeichen um. Ne? Also, äh, da muss meines Erachtens eigentlich noch, noch mehr, noch mehr kommen. Äh, bevor zwei Fragezeichen gerechtfertigt sind. Aber gut, die Stockfisch muss wissen, was sie tut. Ist ja, ist ja eine Engine, ne? ist ja künstliche Intelligenz, ist ja auch nur ein Mensch. Ne? So, lange Hochade. Und was macht Weiß wieder? Ja, er spielt den schon wieder nicht. Der wäre jetzt immer noch gut genug. Springer B4, Turm C1, vielleicht erstmal hier schön in die offene C-Linie rein. Ne? Da muss der König ja wohl beiseite. Ne? Dame D4, ne? gucken wir da unten mal ein bisschen matt setzen. Ne? Mal gucken, was passiert. B6, ja gut, dann nehmen wir die Figur weg. Ne? Fertig. Also auch hier nach der langen Hochrade ist d5 der äh, der Knochenbrecher, äh, die Axt am Baum, äh, die Säge äh, zwischen den Tannen, äh, was auch immer. Ja, äh, das ist, ist, ist der Hammer. Ne? Aber äh, weiß es nicht gesehen und spielt stattdessen Läufer b5. Und die zwei Fragezeichen sind wieder nur deswegen, weil es mit d5 das viel bessere gab. Aber das ist, finde ich, schon noch ein Unterschied, ob ein Zug deswegen schlecht ist, weil es einen viel besseren gibt, oder ob er per se schlecht ist, weil er zum Beispiel was einstellt, oder einen Sieg wegschmeißt, oder was auch immer. Deswegen sind die zwei Fragezeichen von der Engine hier zu viel. So. Auch jetzt wieder. A6 nicht gut. E6 besser, um endlich auch mal was gegen D5 zu tun. Aber gut, spielt A6. Naja. Läufer zurück. Sieht ja naheliegend aus, ne? Um, den, äh, um die Fesselung aufrecht zu erhalten ähm, und um auch etwas zu provozieren, was dann tatsächlich auch kam. Ja? Aber hier reinschlagen ja? und wenn dann die Dame zurückschlägt, sich mit dem Turm hier reinzustellen, sieht ja noch viel verlockender aus. Da ist es auch ziemlich egal, ob äh, Weiß jetzt hier, äh, ob Schwarz hier jetzt die, die weiße Bauernstellung verschlechtert. Ja? Machen wir so. Gehen wir zur Seite. Jetzt kommt schon wieder D5. Also, solange Schwarz äh, E7, E6 nicht zieht, um D5 zumindest zu erschweren. Ne? Auch dann ist es ja regeltechnisch immer noch möglich, D5 zu spielen. Und man muss jeweils immer gucken, ob es taktisch geht. Ne? Äh, aber das ist äh, buch, ne? höchst unerfreulich, sagen wir mal für Schwarz. Höchst unerfreulich. Hat Weiß aber nicht gespielt, sondern hat sich nach A6 zurückgezogen nach ähm, A4 mit dem Läufer. Sieht ja naheliegend aus, ne? um den, um den äh, aufrecht zu erhalten. Aber wie gesagt, das Schlagen auf C6 wäre besser gewesen. Aber er provoziert das und Schwarz lässt sich auf die Provokation ein. Ja, statt endlich mal hier weiter äh, am Königsflügel äh, sich zu entwickeln. Weil der schwarze König steht jetzt nicht, der steht nicht wirklich toll. Also der sollte versuchen, ein bisschen Personal um sich herum noch mehr zu versammeln, das ihn verteidigt. Äh, aber stattdessen jagt jetzt Schwarz mit den Bauern, die den König verteidigen sollen, den Läufer. Naja, und jetzt sagt sich Brian. Äh, Jetzt ist angesagt und das ist auch berechtigt. Jetzt sagt er sich: Also jetzt zählen wir kein Material mehr. Der komplette Königsflügel von Schwarz ist unterentwickelt. Ja, Weiß hat noch nicht ruchiert, ist aber mit einem Zug gemacht. Wir haben hier eine komplett offene C-Linie und wir haben eigentlich nur noch zwei Bauern, zwei schwarze Bauern, die den König irgendwie ein bisschen verteidigen. Und wenn die verschwinden, habe ich ganz nebenbei auch noch zwei verbundene Freibauern. Also jetzt ist Zeit zum Opfern. Das oh, auch richtig. Hinein ins Vergnügen. Zack, Zack. Jetzt ist die Fesselung von größerer Dauer. Jetzt gibt es ja hier keine Bauern mehr, die den Läufer vertreiben können. Ne? So was ne? geht ja nicht mehr. Kein Bauer mehr da. Ne? Schwarz versucht sich ein bisschen zu entlasten. Das ist aber keine Entlastung. Jetzt schlagen wir mit der Dame, weil Angriff auf C6, mal ganz nebenbei auch noch Angriff auf, ähm, auf F7. Ja? Weiß hat ja schon zwei Bauern für die Figur. Holt er sich noch einen dritten Bauern, dann ist es materiell, rein rechnerisch, sogar ausgeglichen. Wobei das diese Materialverhältnisse sind, die wirklich nur für den Rechenschieber sind. Ja? Äh, so ähnlich wie zwei Türme für die Dame, ist rechnerisch nahezu gleich. Ne? Da gehen die Meinungen auseinander, ob die Dame jetzt acht Bauern werde oder 8,5 ne? oder neun. Was ziemlich auch Blödsinn ist, weil neun Bauern gibt es ja nicht. Also man könnte ja nie die Dame gegen neun, ba gegen neun Bauern tauschen. Hm? Äh, solche ungleichen Materialverhältnisse. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Äh, also wenn man ganz klar eine Figur mehr hat oder wenn man äh, einen Bauern mehr hat, man, man hat 605 oder man hat 604, ist das eine Sache. Äh, wenn man aber eine Figur gegen drei oder vier Bauern hat oder umgekehrt, dann kommt es sehr auf die konkrete Stellung an. Wenn die Seite, die dann die Bauern hat, aber nicht die Figur, äh, mehrere dieser Bauern aber in eine, in einen Freibauernverbund bringen kann, also mindestens zwei verbundene Freibauern dabei hat, dann ist das was komplett anderes, als wenn es nicht der Fall ist. Das hängt dann immer von der konkreten, von der konkreten Stellung äh, ab und von den konkreten Positionsmerkmalen. Da kann man nicht einfach sagen, ah ja, wenn man, man weiß jetzt noch einen Bauern gewinnt, hat er drei und drei Bauern sind ja so viel wie eine Figur, also ist Ausgleich. Nee, 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 nee. Dann ist ein reiner Rechenschieberausgleich. Ja, also rein äh, alle Figuren umgerechnet in Bauerneinheiten, aber das lässt völlig außer Acht, wie die jeweiligen unterschiedlichen Materialverhältnisse wirken. Und das hängt von der konkreten Stellung ab. Gut, die Stellung hier ist natürlich jetzt ein Albtraum für Schwarz, ne? weil äh, erstmal ist es äh, f7. Zweitrangig hier guckt ja beides nach hier. Ne? Und äh, sowas hier kann ich ja komplett vergessen, weil dann kommt noch einer dazu. Ne? Und uh, gute Nacht Anne-Marie. Ne? Deswegen versucht das mit König b7. Ne? Da kommt auch Turm c1. Ja, da hat heißt, sich Mit Turm c8 halten wir das jetzt noch. Ne? Naja, und jetzt könnte äh, der Turm verlässt aber jetzt die d-Linie wo er vorher noch stand. Und auf der D-Linie hat er was getan, was er jetzt nicht mehr tut, weil er nicht mehr auf der D-Linie steht. Er hat nämlich D5 verhindert. Und jetzt verhindert er das nicht mehr. Ja, und jetzt kommt D5. Jetzt hat Weiß es gesehen. Ja, jetzt kommt D5. Und, und D5, wenn D5 kommt, das kann man vielleicht auch lernen aus der Partie, wenn man äh, mit Karo kann, also wenn man mit Schwarz... Äh, gegen den krause panov angriff spielt, oder wenn man mit Weiß eben den krause panov angriff gegen Karokant spielt, wenn Schwarz D5 nicht sehr frühzeitig unterbindet, und zwar indem er sehr frühzeitig E7, E6 spielt, ja, dann ist aber Feuer unterm Dach. Ja, dann ist aber Feuer unterm Dach. Und hier ist ja schon, schlagen die Flammen ja schon über den Dachstuhl hinaus. Ne? Ah, gut. Versucht Schwarz noch ein bisschen was zu fuschen mit Springer E5, aber... Jetzt ja sogar Dame E2. Jetzt hätte man auch, denke ich doch, im Sinne der Kunst der, nee, der, Kunst der Vereinfachung, hätte man sogar hier schlagen können. Ne? Aber ja, man sagt, sagt, die Engine ist auch nicht viel schlechter. Ne? Dann hat man hier einen Schach, schlägt man und dann hat sie hier noch einen Schach. Ja, gut, das macht ja nichts. Ne? Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist die Figur zurück und man hat äh, zwei mehr Bauern und das sind nur noch zwei verbundene Freibauern. Da ist diese Zersplitterung hier, die ist dagegen zweitrangig. Die ist da, ja, ja, aber die ist dagegen zweitrangig. Das wäre die Kunst der Vereinfachung gewesen. Aber die Kunst der Vereinfachung ist nichts für Brian. Ne? Brian hat lieber ein bisschen, noch ein bisschen mehr Feuer auf dem Brett und der hat er ja auch recht mit, weil ähm, das äh, Objektiv stärkere ist natürlich Dame E2. Ja, das, weil der Eingriff bleibt ja äh, jetzt äh, erhalten. Man hat allerdings auch die Figur weiter weniger als weißer. Ne? Also ich sage ja immer Kunst der Vereinfachung. Ne? Bis hier, die, die, die Stellung ist gewonnen. Äh, ich hole mir die Figur zurück und äh, gewinn mit den mit den zwei Mehrbauern. ja aber Bayern spielt für einen Schönheitspreis ne? Bayern will jetzt diesen diesen romantischen Angriff das ist es ja jetzt ne? also wir sind ja jetzt hier in der Schachromantik ne? also Schachromantik heißt nicht äh, also oder, oder romantisches Schach heißt nicht äh, dass man jetzt der Dame äh, auf dem Brett oder der Dame seines Herzens ein Minnelied singt oder so ja äh, romantisches Schach damit bezeichnet man eine Spielweise, die besonders im 19. Jahrhundert sehr beliebt war. Äh, Opfern, was das Zeug hergibt, äh, und äh, Bauern, Figuren, also Bauern eigentlich sowieso, also am liebsten Figuren, und dann einen Königsangriff äh, aufs Brett zaubern, der den Gegner platt macht. Das versteht man unter allen Ernstes, ja, das ist kein Witz von mir. Das, damit bezeichnet man romantisches Schach. Und das ist äh, die, die Spielweise. Im 19. Jahrhundert, insbesondere in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ja, Opfer, Opfer matt, sagt Schlandex dazu. Ja, Opfer, Opfer Matt, sagt er völlig richtig. Äh, gut, das klingt jetzt nicht sehr romantisch, Schlandex, ne? Opfer, Opfer matt. <laughs> Du hast, du hast vollkommen, du hast vollkommen recht. Ja, ein romantisch gesungenes Schach wäre auch heute noch nett. Ja, wobei Schach ist ja immer eine Drohung. Ne? Also, wenn man jetzt ein Schachgebot gibt und das noch romantisch singt, das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, oder? Ich weiß es nicht, habe ich noch nicht probiert. Wahrscheinlich über over the board wäre das wahrscheinlich dann käme, würde der würde der Gegner sofort den Schiedsrichter rufen und äh, man würde äh, ange, angezählt oder bestraft, weil man weil man unerlaubterweise gesungen hat. Da muss man so leise sein. Ne? Ja, aber ähm, romantisches Schach hat man eben in den äh, in der, gerade in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gespielt. Opfer, Opfer, Matt. Ne? Da gibt es ja auch ein paar traumhafte Partien. Dann dazu, wenn es gut geht, ja, ist es ja auch wunderbar. Aber in den allermeisten romantischen Partien hätte es eigentlich nicht gut gehen dürfen. In den allermeisten Partien, die so romantisch gespielt wurden, früher Opfer, Opfer, Matt, sind die deswegen erfolgreich gewesen, weil sich die angegriffene Seite schlecht verteidigt hat. Weil damals die Kunst der Verteidigung noch nicht ausgeprägt war. Und dann kam Wilhelm Steinitz. Also älterer Herr sagt man, man man sieht ihn auf den Bildern auf die Bildern die es gibt äh, sieht er immer wie so ein älterer Herr aus weil der war natürlich auch mal jung ne also ich sah ja auch nicht immer so aus wie jetzt ne also ich sah ja auch mal jung aus ne also da gibt sogar Bilder von ne? äh, aber gut äh, Wilhelm Steinitz äh, der erste offizielle Schachweltmeister und wie ist er das geworden ja durch die Kunst der Verteidigung der hat einfach dann gesagt, ja, Kinder, greift mich an, ne? opf, opf, mit Opfer bitte, ja, opfert eine Figur und ich verteidige mich jetzt so, dass der Angriff nicht durchkommt und dann habe ich eine Figur mehr und dann gewinne ich das Endspiel. Das klingt ziemlich langweilig, äh, war es so gesehen eigentlich nicht, aber vereinfacht gesagt war das seine Methode, da ist er Weltmeister geworden. Ne? Der hat gesagt, Kinder, so geht's nicht. Ja? Also man muss es schon ein bisschen ernsthafter betreiben. Ihr könnt nicht einfach aus Spaß und wilder Romantik jetzt hier mir die Figuren in die Ohren schlagen und dann meint, naja, der wird schon einen, einen doofen Fehler machen. Ich muss schon mehrere doofe Fehler machen. Die mache ich einfach nicht. Ne? Die mache ich einfach nicht. Äh, ich verteidige mich einfach mal ein bisschen seriöser. Ich suche gar nicht selber nach einem Opferangriff, sondern ich verteidige mich seriös und habe dann Material mehr. Ne? Weil nämlich euer Opfer eigentlich inkorrekt war. Ne? Vorher, ich glaube, früher hat man gar nicht zwischen inkorrekten und korrekten Opfern unterschieden. Ne? Je, jedes Opfer war schön. Wenn es denn den Zweck hatte, einen Angriff, einen Königsangriff aufs Brett zu zaubern. Ne? Nur hier kann man es ja wunderbar romantisch spielen und äh, Weiß geht ja überhaupt kein Risiko mehr ein, weil das ja kein inkorrekter, inkorrektes Opfer ist und kein inkorrekter Angriff, sondern, alles, sondern, sondern das Gegenteil von allem. Ne? Schwarz versucht sich noch zu entlasten durch das Schach. Ne? Weiß ärgert sich wahrscheinlich sogar, dass er den zurückschlagen muss, weil er ja äh, äh, eigentlich lieber angreifen will, aber ein Schach ist halt ein Schach. Ne? So, dann schlägt er hier noch die Dame raus. Ja, Läufer A6 Schach. König C6. Damit C2, ja, äh, Ungenauigkeit, aber nur deswegen, weil man es noch genauer hätte spielen können. Aber was soll's? Es reicht ja zum Gewinnen, ja. Deswegen äh, kann dir, ich mach's mal wieder aus, kann die Stockfish Eng engine ja so, äh, so pingelig sein, wie, wie man will. Ne? Ja, ähm, Schlandex schreibt noch: jedes Opfer gehörte sich damals auch, dass man es das angenommen hat. Ja, 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 ja. Das, 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 das war, war ein guter Ton. Ja, also ein Opfer nicht anzunehmen. Das galt ja schon als, hey, Moment mal, ne? Das, das musst du aber. <laughs> nee, muss man heute nicht mehr. König D6. Jetzt kurz ruchieren, sehr schön. Jetzt, ne? Jetzt nicht versuchen, ohne den Turm weiterzuspielen, weil Schwarz braucht ja mehrere, mehrere, ne? Die Plural von mehrere ist, glaube ich, dann noch, noch mehr Entwicklungszüge, um hier seine, seine drei Figuren am Königsflügel ins Spiel zu bringen. Weiß muss nur einen einzigen Zug machen, nämlich die kurze Ruchade, um seine letzte Figur, die noch nicht am Angriff beteiligt ist, äh, mit ranzuziehen. Ne? Dame C6, ja, Turm D1, da ist er. Ne? König C7, Damen tauschen, nee, natürlich nicht. Ne? Schwachspiel, von, von hinten durch die Brust ins Auge, ne? wollen wir mal gucken, ne? ob es denn geht. Ne? F6, Dame C8, König zur Seite, jetzt kommt der Läufer, wunderbar mit Schach. Da, da, da kann man fast spielen, was man will. Ne? Und, so, und so macht es jetzt auch. Jetzt kommt noch ein Turmopfer. Ne? Wunderbar, kommt noch ein Turmopfer dazu. Damit c7. Der, der, der Turm, das Turmopfer dient dazu, die Dame von der c-Linie abzulenken. Das ist ein sogenanntes Ablenkungsopfer. Zack, Dame c7 und matt. Also am Schluss haben wir nur noch zwei weiße Figuren, Dame und Läufer, und Schwarz hat am Schluss zwei Figuren mehr und einen Turm mehr. Aber das ist jetzt typisch romantisch, dass so was dann zum Matt, zum, zum, zum matt ausläuft. So, so enden oder so sehen dann die Schlussstellungen von romantischen Schachpartien aus, wenn es funktioniert. Und äh, das hier war äh, romantisch aber gespielt, äh, aber völlig korrekt. Das war kein inkorrektes Figurenopfer, das war vollkommen korrekt und da konnte man dann wirklich, da hätte auch Steinitz sich nicht verteidigen können, der hätte das gar nicht vorher gespielt. Ja? Also Steinitz wäre im Traum nicht auf die Idee gekommen, B5 zu spielen hier. Ja? In der Stellung. B5. Da wäre Steinitz im Leben nicht drauf gekommen der hat gesagt, ja, jetzt muss ich aber wirklich mal langsam an die Verteidigung denken. Also ich ich muss nicht daran denken, wie ich diesen Läufer hier jage. Ich muss daran denken, wie ich meinen König aus der wenn ich überhaupt schon in so eine dramatische Sache reingekommen bin hier in so eine Scheißstellung als schwarzer. Ja. Muss ich daran denken, dass ich meinen König aus der offenen C-Linie rausbekomme. Ich muss daran denken, wie ich den ähm, Vorstoß äh, D5 begegne, dass der nicht mehr passieren kann. Deswegen muss ich E6 spielen, um auch meinen Läufer zu entwickeln. Und ich muss auch noch den Springer entwickeln, also ich muss alles tun, aber ich muss ganz bestimmt nicht mit B5 auf Figurenjagd gehen, weil da hat Schwarz gar nicht drüber nachgedacht, was denn passiert, wenn er, die, wenn er diese Figurenjagd, wenn die erfolgreich ist. Wenn nämlich Weiß einfach die Figur hergibt. Da hat er gar nicht mit gerechnet. Er hat natürlich gedacht, na ja, B5, ja, und da muss er ja dann, dann muss ja, ähm, äh, weiß, den wegziehen. Ja, und dann spiele ich, dann spiele ich E6 und dann kann ich mich auch mit dem König vielleicht nach B7 mich retten. Ne? Und alles gut. Ne? Und das muss er ja spielen, weil nach B5 muss er den Läufer ja wegziehen. Ne, Pusko, ne Muss er überhaupt nicht der weiße. Und das ist ja äh, das, das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man etwas droht ne? und äh, es ist gar keine Drohung. Das, das erkläre ich auch immer gerne, dass man einer Drohung im Schach auf drei Art und Weisen begegnen kann. Erstens, man weicht ihr aus. Das wäre jetzt das hier. Man weicht der Drohung aus. B5 droht A4 zu schlagen, man weicht aus. Eine zweite Möglichkeit, einer Drohung zu begegnen, ist, eine Gegendrohung aufzustellen, die genauso oder stärker ist als die Drohung, die, der man sich ausgesetzt sieht. Das wäre zum Beispiel sowas hier. Nur mal als Idee. Das wäre jetzt eine Gegendrohung nach dem Motto, schlägst du mich hier schlage ich da. Da wäre ja, würde man ja sagen, ja, jeder, jeder, jeder droht, ne, eine Figur zu schlagen. Aber die dritte Möglichkeit, einer Drohung zu begegnen, und das ist die Device hier Welt, ist sie zu ignorieren. Weil es gar keine ist. Das funktioniert natürlich nur, wenn es wirklich keine ist. <laughs> eine Drohung ignorieren, die wirklich keine ist, die wirklich eine Drohung ist, das ist natürlich nicht so gesund. Aber festzustellen, dass es gar keine Drohung ist und die dann zu ignorieren, das ist, das ist natürlich eigentlich mit das Schönste im Schach. Schlandex hört Tarasch weinen bei B5. Ja, sehe ich auch so. Aber ich glaube, der hätte, der Tarasch hätte schon, hätte schon vorher geweint. Also ich glaube, jetzt hätte er sich, jetzt, jetzt hätte er schon geflucht. Ne? Zuerst weint man ja, da ne? und dann fängt man, dann fängt man's Fluchen an. Ne? Über das, was, was man, was man da auf dem Brett sieht. Gut, das war die Schnellschachpartie und ich finde insofern ganz instruktiv äh, dieser Krause-Panoff-Angriff, weil wir doch hier jetzt äh, gesehen oder gelernt haben, wie es sich denn jetzt in, 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 in so einer, mit so einer Idee äh, äh, verhält, dann mit dem weißen isolierten D-Bauern, der hier übrig bleibt, äh, in welcher genauen Konstellation auch immer, ja, äh, dass der seine Stärke bekommt, wenn man ihm erlaubt, vorzuziehen mit Drohungen, insbesondere gegen den Springer C6 mit Tempodrohungen und wenn der König noch in der Mitte ist, dass das das ist, was Weiß gerne machen will und dass Schwarz gut daran tut, äh, sich jetzt hier äh, gegen den Krause-Panov-Angriff oder in ähnlichen, Das gibt es nicht nur im, in der Karokan im Krause-Panov-Angriff. Diese, diese Konstellation, dass äh, ein isolierter weißer Bauer hier auf d4 steht, die gibt es auch in anderen Eröffnungen, ähm, und äh, dann gilt dasselbe, ja, dann gilt dasselbe. Schwarz muss verhindern, dass dieser Bauer äh, durch Vorstoßen äh, lebensgefährlich wird, äh, und weiß wiederum muss das erreichen, denn wenn Schwarz das verhindert, den Vorstoß, dann kann auf Dauer dieser Bauer d4 sehr schwach werden, und dann kann dann kann Schwarz anfangen, ihn zu belagern und vielleicht zu erobern und mal gucken, was passiert. Das ist die Zweischneidigkeit äh, von äh, Systemen, die mit einem isolierten weißen äh, D-Bauern arbeiten. Ähm, aber die ist, also das ist seriös. Ja, das ist auch kein Glücksspiel. Naja, wenn man durchkommt, ne, dann klappt es. Und wenn nicht, dann klappt es nicht. Und man verliert die Partie. So ist es auch nicht. Ne? Meine Art zu spielen ist es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das liegt aber eher daran, dass ich damit nie, ähm, mit, ja, mich nicht damit vertraut gemacht habe. Ich glaube, da muss man Erfahrung sammeln. Ich glaube, das muss man oft spielen. Und ähm, dann äh, äh, die, die Stellungstypen ein Gefühl dafür bekommen, was wann wie wo richtig ist. Das kann man, glaube ich, nicht nur aus dem Buch lernen, äh, sondern also natürlich muss man einiges aus dem Buch lernen und Partien nachspielen. Äh, aber da muss man loslegen. wie beim Feuervogel auch. Ne? Man muss dann eben praktisch Erfahrungen sammeln. Ist aber halt was gänzlich anderes als der Feuervogel. Gut. Die dritte Partie im Bunde. Und jetzt sind wir im klassischen Schach. Ne? Wir haben angefangen mit einer besagten Blitzpartie. Dann kam eine Schnellschachpartie. Ja, und jetzt kommt eine Klassikpartie. 30 Minuten ne, für beide Seiten. Gab es auch Inkrement? Ja, auch das noch. Und 20 Sekunden Inkrement pro Zug. Das müsste also aus der ähm, Champions League äh, Klassik, Classical Champions League äh, gespielt sein, würde ich denken. Ähm, ja, hat Defender verweist nochmal auf eine wichtige Regel für das Spiel mit dem isolierten Bauern. Man muss das Feld vor dem Bauern kontrollieren. Und also Schwarz hätte das äh, gemusst, ne? Und dafür ist eine Dame. Eine echte scheißfigur <laughs> also nicht gut ja die beste figur äh, je nachdem wie die stellung gerade aussieht aber grundsätzlich ist die beste figur um einen bauern äh, zu blockieren und das Feld davor zu kontrollieren es mit einem springer zu besetzen der springer ist die beste blockadefigur ist das so besser als ein läufer hm? kann man sich merken ob der Accelerated Panoff eine ähnliche oder verbesserte Version des Panoff-Angriffs ist oder eine Zukunftsstellung, kann ich hier ehrlich gesagt nicht beantworten. Müsste ich nachgucken. Müsste ich nachgucken. Weiß ich tatsächlich nicht. Ja, was heißt tatsächlich? Ich weiß ja vieles nicht. Ne, Nee, das weiß ich nicht auswendig. Kann ich nicht sagen. So, hier haben wir eine Klassikpartie. -Klassik Brian hat hier offensichtlich eine seiner ersten Klassikpartien gespielt. Deswegen steht das Rating auf 1500. Wir wissen ja, dass Brian eher Richtung 1800, 1900 spielt. Warum sollte das im Klassik anders sein? Und sein Gegner, Juan... Till Morrow, ne, oder nee, er until tomorrow, was auch immer, hat ein Rating von 2235. Wahrscheinlich ist deswegen Brian auch stolz wie Oscar, dass er diese Partie gewonnen hat und sie hat deswegen auch eingereicht. Und das ist na natürlich auch was, wo man stolz wie Oscar oder stolz wie Brian darauf sein kann, weil ja nun, also ein 2235er in der Klassikpartie zu besiegen. Das ist ja keine Kleinigkeit. Ne? Das fällt ja nicht vom Himmel. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Eröffnungsumgebung, E4, E5, geschlossene Eröffnung. Springer F3, Springer C6, Spanisch. Läufer B5 ist Spanisch. Läufer C4 ist Italienisch, und Läufer B5 ist Spanisch. Ja, was ich eben über Französisch und Karokan gesagt hatte, äh, jetzt kann man auch sagen, na ja, wie ist es mit Italienisch und Spanisch? Ne? Also, Italienisch war zumindest noch bis vor 30 Jahren, also Italienisch ist äh, das hier, äh, die Eröffnung des kleinen Mannes. Ja. Also, so Kreisklassenspieler wie ich und, 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 und Ähnliches, ne? äh, die ähm, ähm, stimmt offen. Entschuldigung, nicht geschlossen. Das ist eine offene Eröffnung, Spanisch natürlich. Ähm, und deswegen Sizilianisch und Französisch nennt man halboffene und die geschlossenen sind die mit D4. Ja, vielen Dank für die Korrektur, Schlandex. Äh, du hast vollkommen recht. Läufe C4 war früher die Eröffnung des kleinen Mannes. Die, alle, die, die sich Spanisch nicht trauten. Oder für die Spanisch irgendwie zu, also eher so Großmeistereröffnung. Das, 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 das spielen wir nicht. wir spielen. Italienisch ist auch romantischer. Mit Italienisch mit c4 kann man ja auf f7 vielleicht mal opfern. Das kann man ja im Spanisch eher nicht. Ne, der, der kommt, der kommt da ja nicht hin. Also wenn man auch nur ansatzweise irgendwas mit Matt auf f7, ja Schäfer oder ähnliches spielen, dann muss man auf c4 spielen. Die ist heute nicht mehr so dass es italienisch die Eröffnung des kleinen Mannes wäre. Heute spielen die Großmeister wieder, bis hin zu carlsen italienisch. Ne? Aber meistens spielen sie Spanisch. Spanisch ist gehaltvoller, Spanisch ist positioneller, italienisch ist taktisch wilder. Und die Haupteröffnung, die, Haupt, die Haupterwiderung gegen Läufer B5 Spanisch ist der sogenannte A6 Spanier. Ja, der, ähm, den habe ich nie gespielt mit Schwarz. Ich habe sowieso selten gegen Spanisch gespielt, weil als ich noch, hier diese diese offenen mit E4, E5, Springer F3, Springer C6 überhaupt gespielt habe. Äh, oder ist durch Zugumstellung, kommt man ja auch im Dark Knight System rein, ne? E4, Springer C6, Springer F3. Und wenn man jetzt nicht das oder das oder das spielen will, sondern sagt, ich weiß jetzt auch nicht weiter und spiele das, dann ist man ja durch Zugumstellung in einem normalen offenen. Und dann haben früher meine Gegner, als ich das noch gespielt habe, eben durch die Bank Italienisch gespielt und sehr wenig Spanisch. Und wenn Spanisch kam, dann hat mich früher dieses, diese Hauptfortsetzung mit A6 nicht interessiert. Äh, es gibt Nebenvarianten, die eigentlich so neben auch nicht sind. Man kann gegen Spanisch auch Direktspringer F6 spielen. Man kann D6 spielen. Man kann tatsächlich sogar sowas spielen. Man kann auch Mr. Bird, ne, den wir ja als Feuervogelerfinder kennen. Äh, der hat sowas auch erfunden im Spanier. Springer D4. Und man kann, wenn zu so richtig, wenn man, und da hatte ich nochmal große Freude dran, auch das sogenannte Jänisch-Gambit mit F5 spielen. Kann man auch. Ist aber alles hier nicht passiert, hier ist der Klassiker gespielt worden. Äh, mit, äh, mit A6. Und da sind wir jetzt hier, genau. So. Wenn ich das mit Weiß gespielt habe. In früher Kindheit oder Jugend, also Kindheit eher nicht, also eher in in, 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 in Jugend, ähm, dann habe ich ähm, äh, die Abtauschvariante gespielt. Habe ich schon mal in einem anderen Stream erklärt, warum. Warum? Naja, wenn schwarz so zurückschlägt und weiß spielt die Abtauschvariante noch abtauschiger, als sie überhaupt im Buch steht, nämlich so und so und so und so und so, und so dann reichen sich Großmeister fast schon die Hände. Ja? dann reichen sich Großmeister fast schon die Hände und sagen remis. Naja, aber warum tun die das, weil sie Großmeister sind. Unser eins hat ein ganz anderes Problem oder sagen wir so, Weiß hat äh, jetzt kein Problem, sondern einen ganz klaren Gewinnweg, der da lautet Bauernendspiel. Wenn ihr euch alle Figuren wegdenkt, alle, also außer dem König, ne, und es bleiben nur die Bauern übrig, dann ist ein äh, ist das Bauernendspiel gewonnen für Weiß. Punkt, fertig. Fischers Idee, ne? Schreiben Schlandix und, und Hard Defender. Ja. Das Bauernendspiel, wobei Fischers Idee, also dass das Bauernendspiel gewonnen ist, das hat schon Hans Kmoch in der Kunst der Bauernführung äh, gezeigt und und äh, und genannt, also das, das kann man schon vorher auch schon, aber Fischer hat es dann äh, Bobby Fischer hat es tatsächlich perfektioniert und gezeigt, wie man weiß, dass, wie man Schwarz wirklich das Leben schwer machen kann, weil Schwarz sagt, naja, ja, ich habe das Läuferpaar. Na und ich bin ja auch ganz gut entwickelt. Und das wird schon irgendwie gut gehen. Und ich werde verhindern, dass man alles abtauscht. Aber es ist tatsächlich so, wenn Schwarz das nicht weiß oder sich nicht vernünftig dagegen aufstellt und weiß, gelingt es, alles abzutauschen. Und zwar alles abzutauschen, ohne dass hier mal C7 schlägt, die 6 dieser Doppelbauer hier aufgelöst wird. Wenn es bei der Bauernstellung bleibt, so wie sie jetzt ist, ist das ein geborenes Bauernentspiel für Weiß. Das ist so. Da wird doch kein, kein Großmesser widersprechen. Da würde sagen, ja, das ist so. Und deswegen empfehle ich, diese Art Spanisch für Weiß äh, zu spielen. Na, also wenn ihr Spanisch spielen wollt, äh, ja, äh, auf jeden Fall, Span weil äh, Spanisch ist ja, ist ja, ist ja, ein ganzer Kontinent. Na, also die spanische Eröffnung, die ist ja so tief, äh, die ist ja, die ist ja so, so äh, breit. Also das ist, das ist ja wirklich wie ein Kontinent zu entdecken. Und da macht es natürlich Sinn zu sagen als Beispiel, ja, da fange ich mal mit an. Und anfangen würde ich mit der Abtauschvariante, weil anders als die Abtauschvariante, äh, als andere Abtauschvarianten, sagen wir so im Französischen zum Beispiel, ja, gibt es hier einen ganz klaren Gewinnweg einen ganz klaren Gewinnplan für äh, äh, für Weiß. Der ist nicht zwingend, ja, aber der ist jetzt auch nicht so, dass das Schwarz was einstellen muss, um die Partie zu verlieren. Diese, Stel diese Eröffnung, die Abtauschvariante in Spanisch, ist eine ganz klare zwei Ergebnispartie. Entweder Weiß gewinnt oder es wird Remis. Schwarz gewinnt nicht, wenn Weiß nichts einstellt oder nicht, sich nicht völlig bescheuert verhält. Ja? Aber unter halbwegs normalen Umständen, auch gegen deutlich stärkere Gegner kann weiß das nicht verlieren, sondern nur gewinnen oder Remis spielen. Und wahrscheinlich werden von zehn Partien sieben Remis. Ja, aber drei gewinnen man. Ne? Ne? So, aber hier ging es anders. Hier wurde die Hauptvariante gespielt. Man zieht den Läufer nach A4 zurück. Springer F6, Hochade, Läufer C5, C3, wichtiger Zug in dem ganzen Spanischen gedönsel, ne, muss ich jetzt sagen, weil ich mich da in der tat jetzt eröffnungstheoretisch nicht wirklich auskenne, aber soweit schon noch, der läufer soll notfalls nicht nur nach b3 sondern auch nach, nach c2 zurück und äh, weiß will d4 vorbereiten. also das ist ja klar. oder so. ich sage jetzt mal, dass das der plan ist. ja, weiß will äh, 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 d4 vorbereiten. Ne? schwarz ruchiert. und weiß spielt turm e1. Auch um den Turm zu, um, um irgendwann mal jetzt nochmal den Bauern zu decken. Den vorher zu schlagen, wäre keine gute Idee gewesen. Aber eigentlich ist jetzt hier tatsächlich dieses D4, dieser Tempozug, das Angesagte, weil wir ihn wirklich schlagen. Also, das ist ja schon ein schönes Zentrum, um es mal vorsichtig zu sagen. Da würde Tarasch wieder, ne? Da würde Tarasch äh, nicht weinen oder sich im Grabe umdrehen, sondern sagen: So soll ein Bauernzentrum aussehen. So und nicht anders sieht das perfekte Bauernzentrum aus. Es recht, wenn der einzig verbliebene schwarze Zentralbauer auch noch auf, auf seinem Ausgangsfeld steht. Das ist ja gar nichts. Nee, nee. Aber hat er nicht gespielt, der Weiße, sondern hat äh, Turm E1 gespielt. B5. Hier ist B5 in Ordnung. Hier steht ja kein König. ne? Äh, hier oder hier. Ne? Der König ist ja, hat ja kurz rochiert, da wo er hingehört. Ne? Läufer B3, D6. Ruhiger, vernünftiger Entwicklungszug. Der Läufer, der soll ja auch mal raus hier. Ne? Und deswegen spielt Weiß H3, damit der Läufer eben nicht hier hinkommt. Er will nicht, dass der Läufer den Springer fesselt. Naja, sagt sich schwarz, und gehe ich halt hier hin mit dem Läufer. Ne? Weil so richtig Perspektive, also nach, nehmen wir die Pfeile mal weg, naja, wenn er nicht nach G4 kann, der Läufer, ne? nach F5 kann er ja auch nicht. Naja, nach E6 will er eigentlich nicht, ne? weil da kann man ja wirklich schön abtauschen. hat ja zumindest ein Doppelbauern gemacht dann. Ne? Und und einfach nur nach D7, ja, da geht es auch noch nicht so richtig weiter. Also die Möglichkeiten, äh, man hat ja nach B5 auch die Möglichkeit, auch immer noch mal ihn hier zu äh, zu fernschätieren. Und dann man sagen, na gut, dann ziele ich mal auf dieser Diagonale. Ja, macht ja Sinn. Naja, und da Weiß es eben unterlassen hat, mit D4 so richtig... Äh, ähm im Zentrum vorzustoßen, muss er jetzt mit dreimal, mit D3 den mal decken. Ne? Ja, im, im Chat hat, Sekunde, da ist der Chat mir gerade verloren gegangen. Hat äh, Schlandex darauf hingewiesen, Tor mir eins, weil E4 hängt. Ja, ja, ist schon richtig, wird oft gespielt. Also das andere scheint mit Druck voller, ne? Direkt mit D4. So ist jetzt eigentlich, ich meine, ist, jetzt sagt ja auch, die, die Bewertung in der Engine ist ja auch klar, ist ausgeglichen. Das ist in diesen spanischen Geschichten ja häufig der Fall. Ja, also diese spanischen Hauptvarianten sind äh, rein theoretisch dann schon also sehr viel sehr, sehr stark auf Ausgleich. Also Schwarz äh, kann damit ganz gut Ausgleich erreichen, aber Schwarz hat relativ wenig äh, Gewinnmöglichkeiten. Also das sind dann auch, auch in der Nicht-Abtausch-Variante ist vieles im Spanier so, äh, im Spanier sagt man dann als Schachlichspieler, spieler ne? also in der spanischen Eröffnung so, äh, dass Weiß guckt, kann ich irgendwie einen kleinen Vorteil in den etwas größeren Umwandel und um die Partie vielleicht doch noch zu gewinnen, aber auf Großmeisterniveau. Auf Großmeisterniveau. Auf unserem Niveau, wo es eigentlich die allermeisten Partien durch Taktik entschieden werden. Ja, und nicht durch positionelles Geknete. Ja, außer alles, außer Berliner Mauer, ja, ja. Äh, das ist richtig. Die Berliner Mauer ist noch eine spezielle, äh, sehr, sehr, sehr viel auf Großmeisterniveau, sehr, sehr häufig und viel gespielte. Ähm, Zugfolge im Spanier, die dann, die deswegen Berliner Mauer heißt, weil sie von Schwarz als Mauer quasi äh, aufgebaut wird und Weiß bisher noch nichts richtig gefunden hat, um das zu knacken und die Partien gehen meistens Remis aus. Hm. Äh, hier, Turm E8. Sieht ja eigentlich nach einem naheliegenden Zug aus, ja, aber äh, ist nicht gut. Äh, ist schon eine, eine kleine Ungenauigkeit, denn jetzt äh, kann, Schwa kann Weiß. Das, was Schwarz eben nicht konnte, ne? auf G4 fesseln, das kann Weiß jetzt mit G5 schon den Springer F6 fesseln. Und der hier kann ja nicht mehr zurück, um die Fesselung aufzuheben, weil da steht ja der Bauer die 6 im Weg. Ne? Und wenn man den jetzt tritt, dann kann der jetzt nach H4. Naja, wie hätte man das vermeiden können? Naja, zum Beispiel durch äh, Springer E7. Wenn jetzt der Läufer nach G5 geht, dann fesselt er zwar nicht, ne, weil der Springer ja dazwischen steht, aber er droht natürlich, hier zu schlagen. Naja, aber dann kann man vielleicht dann sowas spielen. Und dann nach H7, H6. Und dann kann der Läufer ja nicht mehr nach H4, weil der Springer G6 ihn wegschlägt. So, wollte ich mal denken. So, aber Turm E8, Läufer G5, H6, Läufer H4, Dame E7. Ne? Also Entwicklungszug der Dame, damit die Türme verbunden sind. Ne? Gibt ja auch eine alte Bauernregel, ne, die da lautet, wenn die äh, Türme miteinander verbunden sind, dann ist die Entwicklung abgeschlossen. Ja, aber die Fesselung hier, die ist natürlich trotzdem unangenehm. Sag ich mal. Also mir wäre es unangenehm. Ne? Das ist noch nichts Wildes, aber Weiß hat was. Ne? Springer BD2. Ja gut, wir, ich muss jetzt weitergehen. Jetzt fängt Schwarz an, ein bisschen umzugruppieren. Ne? Springer F1. Weiß fängt auch an, umzugruppieren. Nur... Äh, Ehrlich gesagt, weiß hat hier mehr Idee als, äh, als schwarz, weil das ist das, wo jetzt weiß hin umgruppieren will. Gut, schwarz sagt sich, ich mache dasselbe. Ne? Springer E6, Springer G3, macht er auch, ja, ist aber nicht so gut. Weil der Springer hier, der kommt ja mit Drohung. Während der Springer auf e 4 erstmal nur gut steht, das ist ja gut, der steht gut da. Also ne, will ich nicht, den will ich nicht hässlicher machen, als er ist. Aber der sein Kollege auf auf f5 steht äh, erstens genauso gut und zweitens mit Drohung. Aber die Dame muss ja wieder zurück. So und damit ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt gekommen, um ein zweites Mal die Möglichkeit zu haben, mit d4 jetzt loszutreten. Hm? Mal er aber zurückziehen. So und dann kann man schon anfangen, über Opfer nachzudenken oder sie auch zu spielen. Dann liegen Opfer in der Luft. Die Fesselung ne, ist weiter unangenehm. Denn wenn das jetzt passiert, naja, dann tauschen wir die Damen und die Figur haben wir wieder. Und Weiß steht auf Gewinn. Na? Kombination von, jetzt nicht Kombination im Sinne von, von äh, taktischer Kombination, sondern von in der Stellung der, dem Gedanken oder der Überlegung, hier äh, haben wir eine, na, Pfeil weg um ihn ganz zu machen. Hier haben wir eine, eine absolut störende Fesselung und der äh, hier im Zentrum können wir einen Hebel ansetzen, der das Zentrum öffnet. Ja, und damit kann man den Bauern G7 überlasten. Denn letztlich ist es das. Ne? Wenn die Damen getauscht werden, deckt der Bauer G7 den Bauer H6 und den Springer F6 und beides gleichzeitig geht nicht. Ne? Und dann kann sich der Springer quasi hier Schein opfern, um äh, da, äh, einen Bauern zu gewinnen, mindestens. Ne? Das hat aber äh, Weiß nicht gesehen und Spielspringer H2. Das ist eigentlich schon erstaunlich, dass ein Spieler von der Stärke ne, von One Tomorrow, der hier die weißen Steine führt, mit 2235, das nicht sieht. Eigentlich. Sledgehammer hat eine Partie eingereicht und mir den Link äh, in den Chat geschrieben. Herzlichen Dank, so machen wir das. Warte mal, da muss ich noch ganz schnell, glaube ich, in die Belohnungsanfragenverwaltung reingehen. In die Belohnungsanfragenverwaltung. Herrschaftszimmer, um das als abgeschlossen zu markieren. Ja, wunderbar. Ja, da hat es mal jetzt 1000 Kanalpunkte verbraten. Dafür wird seine Partie nächsten Dienstag äh, hier vorgestellt. Springer H2. Schwarz spielt den Springer nach G6 zurück, um den Läufer anzugreifen. Ne? Läufer G3. Naja, und jetzt sagt sich Schwarz, wenn du den Hebel nicht ansetzt mit D3 D4, dann setze ich mal den Zentralhebel mit mit D6, D5. Aber mal gucken, wo es hinführt. Ne? Schlägt. Und jetzt wird er. Jetzt, jetzt, jetzt spielt, jetzt spielt äh, Schwarz, mh, ja, wie soll man sagen, mit, 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 mit taktischen Tricks, mit taktischen Kniffen, statt direkt zurückzunehmen, sagt er sich, ne, komm, ich drohe noch A4, ne, damit ich hier zurückschlagen kann, ohne dass getauscht wird zum Beispiel. Ne, könnte ja ein Gedanke sein. Weiß stemmt sich mit C4 dagegen, jetzt kommt aber trotzdem A4, der muss zurück. Und hier, dadurch, dass der C-Bau vorgezogen ist, ne, kann sich der der schwarzfeldige Läufer auf die Di Diagonale B4E einstellen und sagen, gucken wir doch mal, ne? So viel Felder hat der Turm ja nicht. So viel Felder hat der Turm ja nicht. Springer H5. So. Und das ist jetzt schon wieder eine ausgeglichene Stellung. Ne? Moin, Musik Stefan. Grüße aus Bremen sind angekommen. Grüße aus Aachen gehen zurück. Jetzt ist es eine ausgeglichene Stellung. Ebenstand im Grunde genommen weiß deutlich stärker hat aber den Hebelzug d4 unterlassen und das ist auch der Unterschied zwischen äh, so positionellen Eröffnungen wie Spanisch, wie äh, Sie Großmeister oder gar Supergroßmeister spielen und wie wir sie spielen. Äh, es entwickeln sich, also wir, wir machen einfach Ungenauigkeiten. Äh, wenn schon keine Fehler, dann aber doch Ungenauigkeiten und damit kippen solche schwerblütigen Stellungen äh, sehr schnell von von einer Seite zur anderen. Und deswegen kann man die auch gut spielen, ohne Sorge zu haben, irgendwie in eine remi eröffnung reingeraten zu sein. Das ist nur auf Großmeisterebene so. So. Hier jetzt hat allen Ernstes, das habe ich in der Vorbereitung hier gesehen, in der Analyse, allen Ernstes die Engine äh, das hier empfohlen. Für weiß. Ja? Zack. Und zack. Da muss man aber schon rechnen, wie ein Weltmeister immer hier einen Turm auf E5 reinknallt, ne? Weil, es ist ja, auf, 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 H5 geht ja kein, ist ja kein Turm, den man zurückerobern kann, ist ja kein Scheinopfer, man opfert ja mindestens eine Qualität. Also, das, ehrlich gesagt, findet normale normaler Mensch nicht. Also, ich auch nicht, weil, weil da denkt man gar nicht drüber nach. Also, manche Opfer findet man ja, weil man sie liegen irgendwie in, in der Luft oder auf dem Brett und man denkt sich, ich muss nur noch rechnen, ob es geht. Aber man sieht den Opferzug und nimmt sich die Zeit, ihn zu berechnen und berechnet ihn vielleicht falsch und traut sich dann nicht, ihn zu spielen, weil man in der Berechnung was übersehen hat. Aber hier käme ich gar nicht auf die Idee, überhaupt Turm schlägt e5 äh, 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 zu berechnen, mich, mich der Rechenoperation überhaupt hinzugeben. Ja, da muss man schon ein Engine für sein. Né? Aber natürlich sowas kann man spielen né? oder auch den Springer nach f1. Der steht ja auf H2 wirklich nicht so dolle, ne? Und von hier kann er zumindest auch noch, auch nochmal hier ein bisschen mit überdecken. Also, das wären so Züge gewesen. D4 jetzt als Hebel, weiß ich nicht. Also, ist jetzt nicht, ist, ist eigentlich jetzt der falsche Zeitpunkt für den richtigen Zug. Also, D4 ist ja im Grunde genommen der richtige Zug ähm, im ganzen, im ganzen Spanier. Äh, aber es ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Das hatten wir ja eben in der anderen Partie auch, ne? als Springer H5 und den Läufer F4 angreifen, in einem Moment das Richtige, sogar fast das Gewinnbringende war und im nächsten Zug was schlecht. Das ist bei, bei leider auch häufig so im Schach, ne? dass ein Zug äh, äh, zu unterschiedlichen Zeiten komplett unterschiedliche Wirkungen hat. Den schlagen wir jetzt hier weg, oder schwarz schlägt den Läufer weg. Schlägt mit dem Springer natürlich zurück und nicht mit dem Bauern. Ja, und jetzt noch A3. Also jetzt hätte man als Schwarzer tatsächlich einfach hier schlagen können. Und naja, also das sieht schon so aus, als ob man auf Dauer hier jetzt einen Bauern gewinnt. Ne? Also die zwei werden sich wahrscheinlich gegen den aufheben. Da hat man einen Bauern gewonnen. Mindestens. A3 ist ein bisschen arschmutig. Aber Brian hat ja einen Hang zur Romantik. Das haben wir ja eben in der Partie auch gesehen, ne? Und das das ist schon wieder so ein bisschen so in die Richtung, wow, vielleicht kann man hier romantisch was zaubern, ne? B3, ne? Und Weiß sagt sich da da, da romantisiere ich mal mit, ne, statt einfach simpel auf auf A3 rauszuschlagen, ne? Also, wäre eigentlich das naheliegender gewesen. Dass ich ne, komm, ich habe jetzt mal hier eine ganz tolle Bauernkette, ne? Na gut, jetzt geht der Läufer, das wollte er ja, ne, auf die Diagonale. Jetzt schlägt Weiß noch hier zwischen und sagt sich, ne, das bringt ja vielleicht was. Zack. Zack und opfert jetzt ja bietet ein Qualitätsopfer an und das ist jetzt wiederum im Geiste eines Spielers mit 2.235. Das würde ich schon sagen. Ich muss jetzt ein bisschen voranmachen sehe ich gerade, weil es auf die auf, auf halb acht zugeht. Ich habe mich ein bisschen verplappert am Anfang. Das ist jetzt ein Qualitätsopfer, wo man in der Tat sagen kann, ja wenn man den jetzt schlägt, jetzt hat weiß was dafür. Ja, also das ist schon ein Bauern, Bauernzentrum und eine Bauernkette. Ja, also und zwei Bauern für die Qualität. Und das kann man spielen. Aber Schwarz macht das gar nicht und schlägt den. Und sagt sich so, ich habe einen Bauern weniger. Aber äh, dadurch, dass dieser wichtige Bauer jetzt weg ist, ist das mit dieser Bauernkette nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr ganz so, so eindrucksvoll. Turm C1, C6, noch ein Hebel. Dame D3, B schlägt C4. B schlägt C4, Läufer B2. So, und die stehen jetzt natürlich hier schon sehr schön weil bis auf Weiteres unangreifbar, wenn eben weiß jetzt da keinen Turm reinschlagen will und das will er bestimmt nicht. Und die Springer sind ein bisschen weit weg von b2, also das dauert ein bisschen, bis einer der Springer darüber geht, um sich äh, gegen, um, um den Läufer auf b2 zu tauschen. Und das würde Schwarz natürlich auch nicht machen. Dann, ne? Turm c1, der ist ja angegriffen, jetzt wird ein Turm getauscht. Hm. Da hätte sich schon ein Springer auf den Weg machen können, aber gut, er nimmt mit dem Turm c schlägt d5, Dame schlägt g6. Dame F6. So, und jetzt spielt Schwarz äh, darauf irgendwie, der ist ja schon sehr weit vor, und der ganze Plan von Schwarz besteht jetzt darin, äh, irgendwie diesen A2 zu erobern und mit dem A-Bauern äh, durchzulaufen. Sehr vereinfacht gesagt. Ich muss es aber ein bisschen abkürzen wegen der Zeit, äh, aber wegen äh, dem Plan kann man jetzt verfolgen. Weiß will mit Nichten die Damen tauschen, Schwarz tauscht jetzt hier die Bauern, Schach. Weiß bietet wieder den Damentausch an und Schwarz, äh, Schwarz bietet den Damentausch an und Weiß lässt sich drauf ein. Und das ist unklug. Die Dame hätte, äh, sollte weiß auf dem Brett lassen. König F7, Springer F5. Ja, das natürlich dann jetzt. In, äh, und die beide haben relativ schnell gespielt bis hier, wenn ihr euch die Zeit mal anguckt. Rund 25 Minuten haben sie noch. Sie haben also ihr Inkrement für jeden Zug verbraucht und noch fünf Minuten obendrauf. Aber das ist natürlich ein Riesenbock eigentlich. ne? Deswegen. Würde ich doch mal denken, oder? Ja. Na, Entschuldigung. So. Zack, König F6 und noch ein Springer G4-Schach. Schlägt noch ein Springer E3-Schacht. Also, er wird sich quasi der, der Springer aus der Ecke, kommt dann mit Tempo auf das viel bessere Feld E3. Ja, und dann nimmt man den erst. So. Und ob jetzt Weiß ein bisschen besser steht oder Schwarz, das will ich mal dahingestellt lassen. Weiß hat einen Bauern mehr, ja, aber ja. das ist schon schwer zu. Also, eine, 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 eine permanente Gefahr, dass er hier unten Weiß Probleme bekommt. Aber so hätte man spielen müssen. Ne? Nachdem Tom D8 hier überhaupt. Die Möglichkeit dazu gibt. Ja, aber Weiß sieht das nicht und spielt Springer F3. So, Schach runter. Den wegschlagen. Ja, und da sind wir bei dem Plan, ne? Von Schwarz. Und der ist jetzt, nun ja, jetzt sagt sich Weiß, hm, scheiße, was habe ich denn da gespielt? Ne? Wie, wie verhindere ich das denn, ne? Ah, jetzt versucht er mit Springer und Turm noch irgendwas zu machen. Ja, aber der ist gefallen. König G2. Turm A1 funktioniert nicht. Ja, natürlich, wenn man jetzt hier zurückschlagen würde, wäre alles gut. Das wäre dann Remis, sag ich mal. Weil Weiß hat einen Mehrbauern, aber der ist ja total entwertet. Nee, nee, aber durch äh, Turm A1, Springer B2, Turm A2. Ist ja hier gefesselt, da passiert ja nichts, ne? Turm E3. A schlägt B. Natürlich nicht so rum. Ja. Dann haben wir schon wieder ein Remis ins Spiel sondern so rum. Turm B3 dahinter. So, jetzt muss jetzt Schwarz es noch lösen, dass er irgendwie es schafft. Der Turm kann ja im Moment nicht ziehen. Wenn der Turm wegzieht, fällt ja der Bauer B2. Und ähm, durchziehen kann er den Bauern ja auch nicht, weil der Turm ja dahinter steht. Also äh, er hat einen, wenn man so will, hat Schwarz einen gewonnenen. Die Pfeile mal weg hier. Ja. Hat hier einen, einen auf der vorletzten Reihe stehenden Freibauern und damit sozusagen den Gewinnzug vor Augen. Ja, aber wie zum Teufel kriegen wir den hin? Wie zum Teufel kriegen wir den hin? Naja, nur mit einer Methode, der schwarze König, muss irgendwie hier rüberlaufen. Und nicht nur irgendwie, die Pfeile zeigen den Weg. Pfeil zeigt mir den Weg. Ja, also das ist ja, nur das kann ja der Plan sein. Aber der ist ja auch einfach. Ne? Deswegen verstehe ich nicht, warum Schwarz in die Richtung gegangen ist. Das, ist. das ist definitiv die falsche Richtung. Ja, Das ist also definitiv die falsche Richtung. Aha. König G3. Ja gut, jetzt fällt es dann auch Schwarz ein, dass es also wohl die andere Richtung sein muss. Und jetzt macht er sich auf den Weg. Ist aber ein bisschen umständlicher. Ja. F4, gut, König F4 wäre besser gewesen. Aber letztlich ist das ja jetzt einfach der einfache Plan. Der schwarze König geht rüber und äh, selbst... Irgend jetzt ist schon klar, Weiß wird irgendwann seinen Turm gegen diesen Bauern hergeben müssen. Und dann kann äh, Schwach, äh, Entschuldigung, Weiß, und Weiß kann nur beten, dass er irgendwie die Bauern bekommt und dann irgendwie mit einem Freibauern weit genug vorne steht, um gegen den Turm, den der dann bei Schwarz übrig bleibt, was machen zu können. Funktioniert aber nicht. König g6, Turm b3. Nochmal ein h5 Schach eingeschoben, nochmal ein Turm a5 Schach eingeschoben. Ne, warum? Naja, wenn der, ich sagte eben, der Turm kann sich nicht entfernen, weil er ja den Bauern B2 decken muss. Er kann sich aber natürlich entfernen mit Schach, weil es ist ja ein Entfernen mit Tempo. Das ist ja ein Entfernen mit Tempo. Ja? Weiß kann jetzt ja hier nicht schlagen. Er muss ja erst dem Schach begegnen. Selbst wenn er den schlägt. So, und jetzt kommt das Schöne: Turm 1 zur Seite. Ist inzwischen durch den angerückten König, ist der Turm ja gedeckt. Ja, und damit äh, zwingt er jetzt den Turm, sich zu opfern. Was soll er machen? Na, wenn der Turm wegzieht, ne, selbst, wenn er mit, selbst wenn er hier mit Schach wegzieht, na ja, gut, dann gehen wir vielleicht hier hin, wo auch immer, und, 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 und laufen durch. Ne? So opfert er sich. Und äh, Weiß holt sich noch den. Nun aber sind diese drei Bauern gegen den Turm, äh, ist rein rechnerisch für ein Endspiel gar nicht so schlimm. Also wenn jetzt wenn jetzt dieser Bauer ähm, auf f2 äh, sagen wir mal hier stehen würde oder hier oder hier, dann könnte weiß noch anfangen naja sich was auszudenken. Äh, ich habe mal mit drei Bauern gegen in der, in der simultanveranstaltung äh, in der Schachpartie simultan gegen den Großmeister äh, hatte ich äh, hatte er noch einen Turm und ich drei Bauern und das habe ich gewonnen, weil das waren drei verbundene Freibauern, die waren schon ziemlich weit vorne ne? und damit hat der Turm keine Chance. Aber so ja. Der Nimmt sich noch nicht mal den auf F7, äh, sondern er rückt mit dem König ran. Viel wichtiger, ne? So. Und so. Hui! Musik-Stefan cheert 25 Bits. Herzlichen Dank. Ja, 19.30 Uhr, ganz no brain. Du, du, du sagst immer, ich habe die Zeit schon überschritten, aber äh, ich, die, die Töpfe klappern noch nicht. Äh, also, ich habe die, die drei Minuten habe ich noch. So, H5. Weil er kann ja nicht vorziehen. Ne? Also Turm und König halten den auf und der alleine reicht nicht. Turm geht zwei Schach, König muss in die Ecke, Richtung Ecke, König F7. So, und jetzt muss man nur gucken, dass es nicht patt wird. Und das wird es ja nicht. Turm H2. Und das war's, ne? Geht der König nach unten? Ist direkt matt. Ne? Spielt er den? Ja, dann schlägt man den, ne? Geht der König nach unten, ist es zwar kein Matt, aber auch kein Patt. <laughs> Jetzt muss der König rauslaufen. Geht der König nach hier, da ist das selbe Grün. Man nimmt den und es wird auch kein Patt. Jetzt wird es sogar im nächsten Zug Matt. Ja, Musik, Stefan, vielen Dank für die 25 Bits. so, herrlich. Besten, und hat auch einen schönen Sound gehabt. Also ich habe was gehört. Bei mir hat was bei mir hat's, bei mir hat's ge 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 geklingelt im Kopfhörer. Also, das war von Brian eine Klassikpartie. So also lang, ne? Wirklich hier? 30 plus 20 aus der. Ich glaube, das, das muss eigentlich auch aus der Classical Champions League gewesen sein. Ne? Lass uns mal gucken. Weighted Classical Tournament. Ja, muss auch das muss auch das Turnier gewesen sein, oder? Lass uns mal schnell auf den Link schauen, dass wir hier im. dass ich nichts Falsches sage. Link in neuem Tab öffnen. Aber das seht ihr aber jetzt nicht, ne? Doch, das war sie. Das war die zweite Runde in der Classic, in der Classical Team Champions League, in der Brian auch für das Team Classical Weekend spielt. Da waren wir ja auch bombig da waren wir ja bombig drauf. Ja, wunderbar. Äh, wo war ich? Hier? Sind wir wieder in der Partie? Ja, sind wir wieder. Wenn ich es schaffe, wieder hoch zu scrollen. Genau. So, das war Spanisch. Ja und ähm, ja, da war eigentlich vieles drin, was Spanisch ausmacht. Eben auch dann, was passiert, wenn welche Seite Ungenauigkeiten spielt. Ja, also weiß äh, hat d4 meines Erachtens zu spät gespielt, also, oder so, na, anders gesagt, weiß hat d4 eigentlich gar nicht gespielt, als es anstand, ja, äh, und hat es dann gespielt, als es, als es schlecht war. Und ähm, Schwarz hat meines Erachtens äh, die, die 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 Springer diese Springerüberführung äh, unter, äh, unterschätzt. So, hier haben jetzt beide Seiten die Idee. Schwarz hat die Idee, den Springer nach E4 zu bringen und Weiß hat die Idee, den Springer nach F5 zu bringen. Die weiße Idee ist stärker. Die weiße Idee ist stärker, weil die Dame auf E7 steht. Das heißt, der Springer von E5 bedroht die Dame. Ich mache jetzt immer nur die Pfeile für, die, für den weißen Springer. Er bedroht die Dame, wenn er da auftaucht. Na gut, dann zieht die Dame halt weg. Aber gleichzeitig äh, arbeitet der Springer auf F5 mit dem Läufer H4 zusammen. Richtig gut. Während äh, der schwarze Springer, mit, äh, äh, der dann auf F4 steht, mit dem Springer auf F6 nicht so gut zusammenarbeitet wie die beiden anderen. Was seht ihr hier? So. Springer und Läufer arbeiten gut zusammen. Hierhin, hierhin, sogar bis hierhin. Hier arbeitet eigentlich nur der Springer für sich, der F4. Der F6 arbeitet nicht mit, der ist eher Opfer, <laughs> Opfer der Opfer der Begierde von Weiß. Ja? Das, das macht den Unterschied aus. Gut, wenn allerdings jetzt Weiß nur eine Ungenauigkeit macht, das war ja alles, Springer H2 sieht ja noch nicht so schlimm aus. Ja? Aber hier gab es ja einen anderen Gewinnweg äh, mit, äh, mit D4. Im richtigen, im, Rät, Im richtigen Moment im Zentrum losschlagen. Das hat er nicht gemacht. In dem Moment, wo er schon hier eine Ungenauigkeit macht, kommt Schwarz ins Spiel zurück. Ob die Idee dann mit dem Vorsturm hier. So zwingend war, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall hat sie funktioniert. Sie war auf jeden Fall erfolgreich. Und es war eine Idee. Und das sage ich ja immer, Hauptsache Idee. Ja, immer mit Ideen spielen. Und ich meine jetzt nicht mit Ideen wie, ich stelle dir mal eine Falle, wenn er da, ich, 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 ich stelle dir mal eine Springergabelfalle oder eine Bauerngabelfalle. Ja, das sind keine Ideen. Man darf Fallen stellen, ja. Aber man muss dann, man muss auch bei einer, wenn der, wenn man einen Zug macht, der eine Falle stellt, dann muss, wenn der Gegner nicht in die Falle tappt, die Stellung, die danach rauskommt, einem immer noch gefallen. Wenn man nur eine Falle stellt, wenn man sagt, naja, ich, ich mache es nur der Falle wegen, und wenn er nicht in die Falle tappt, dann stehe ich doof da, dann sollte man die Falle nicht stellen. Hm? Aber das hier war ja keine Falle, sondern es war halt ein Plan mit dem Vorstoß des A-Bauern und mit dem Versuch hier auf äh, hier weiter, hier unten, so in der Richtung jetzt, genau das zu erreichen. Das war nicht, das war nicht erzwungen, aber weiß konnte, wenn man so will, in die Falle tappen. Hm? Vielleicht, weil weiß ich auch gedacht hat, naja, wenn ich jetzt das hier mache und das, dann wird er ja den Turm nehmen und dann habe ich ein Qualitätsopfer und stehe aber hier, ne, wenn er das macht, dann stehe ich ja hier eigentlich ganz prima. Mit einer Qualität weniger, aber mit einer Bombenbauanstellung. Und ich bin ja der viel stärkere, rating, stärkere Spieler. Äh, das wird dann schon klappen. Ja? Naja, aber den Gefallen hat Schwarz ihm nicht getan. Deswegen ist im Grunde genommen das hier vielleicht der beste Zug von Schwarz im ganzen Spiel. Weil er eben nicht den Schnöden. Äh, Materialgewinn genommen hat, den kurzsichtigen Materialgewinn, Qualität, sondern weil ihm klar war, dass das hier besser ist. Glaube ich. Also würde ich so sagen, dass das dann so gesehen äh, der, von Brian der beste Zug in der ganzen Partie war. Gut, das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gucke mal kurz, ob wir irgendwo hinreden können oder ob ich euch irgendwo hinreden kann, wo ich sage, da ist die Welt in Ordnung. Äh, ja, das können wir machen. Äh, Schachoper. Der heißt wirklich so, also das ist jetzt nicht also, ne, der, also wirklich. Der, der heißt wirklich Schachoper, äh, ist gerade live, äh, hat auch schon 37 Zuschauer und der erklärt ja auch viel ne, oder spielt auch, ne, macht Turniere. Also da, wenn ihr Lust habt, da rede ich euch mal hin. Lasst einen Gruß da äh, von mir und äh, äh, followt, folgt ihm, wenn es euch gefällt, was er was was er macht. Und wir sehen uns spätestens am Donnerstag wieder. Ne? Äh, dann gibt's ähm, was gibt's eigentlich? Äh, Theorie und Praxis vom Dark Knight System und vielleicht auch noch zwischendurch morgen oder um dann übermorgen, am Wochenende sowieso. Dann mache ich wieder hartes Turnierschach, wo ihr zugucken könnt. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und äh, ja grüßt mit den Schachoper. Ne? Bleibt gesund, spielt Schach, der Abend ist noch jung. danke auf jeden fall für den raid ich hoffe ihr habt einen schönen stream gehabt guten abend ja äh, ja vielen vielen dank so jetzt muss ich erstmal hier weiter mich entwickeln ich mache mal einfach auch gerade ja? hier muss jetzt hier ein bisschen schneller spielen zieh ähm, mal hier raus